Oh yeah! Was geht ab, Leute? Willkommen zum Livestream. Ich bin 5 Minuten zu spät, aber das ist schon okay, denn ich habe einen neuen Staubsauger dabei. Und heute werden wir gemeinsam gucken, dass wir hier ein wenig weiterspielen. Und ich guck mal, wie ich den Ton hier noch ein bisschen einstellen kann. Ich habe nämlich das Gefühl, also ihr müsst mir sagen, ob der Ton so in Ordnung ist bei euch, ob das zu laut ist oder zu leise. Aber ich bin, glaube ich, damit einverstanden. Ich glaube, ich höre mir das selber mal kurz an, warte. So. Ja, anhören. Weiterspielen. Und, ich guck mal, wie ich den Ton hier noch ein bisschen einstellen kann. Ja, ich würde mal sagen, der Ton, wie er ist, geht klar. So, falls ihr das Video gesehen habt, Freunde, dann wisst ihr natürlich, was passiert ist in der Folge. Wir haben nämlich hier diese Monster hier bekommen, beziehungsweise diese Haustiere. Die können wir auch hier sehen, wenn wir unter Inventory gehen. Haben wir hier nochmal ein paar mehr Pets und wir haben einen Bob, das ist unser seltener Legendärer. Und noch ein paar andere Haustiere, die wir auch alle gefunden haben. Es geht gerade darum, dass wir einen zweiten Staubsauger kaufen müssen für das, irgendwie, achso, stimmt, wir müssen uns den zweiten Staubsauger kaufen. Das ist sozusagen die Quest, die wir erledigen müssen. Die ist noch übrig geblieben. Das heißt also, wir müssen uns den hier kaufen für die Quest. Das haben wir jetzt auch gemacht und gehen jetzt nochmal kurz zum Quest-Typen hin. Der verlangt nämlich von uns, dass wir mit diesem neuen, atemberaubenden, gelben Staubsauger herkommen. So, er sagt, oh Mann, du hast jetzt wirklich das coolste Zeug in der Stadt. Wenn du dir das nächste Upgrade kaufst, wird es nur noch cooler. Und hier sind nochmal ein paar Belohnungen. So, fast sind wir fertig mit seinen Aufgaben. Er sagt nämlich noch, so, jetzt gibt's aber noch einen lustigen Funfact über die Geister. Und zwar lieben sie es, Sachen zu klauen. Die Geister klauen, haben meine Ahornblätter und irgendwelche andere Sachen geklaut, die ich nicht übersetzen kann. ich weiß, es ist komisch, aber könntest du sie mir bitte zurückbringen? Kannst du mir 3 Archons und 3 Antennenparts zurückbringen? Aus den Geistern hier? Okay, dann machen wir das mal. Aber ich würde sagen, ich wechsle mal kurz in meinem Inventory, mein Item, weil ich habe nämlich bessere Sachen gekauft. Guck mal hier, bei Vacuum kann ich statt den hier benutzen, weil den habe ich mir schon gekauft. So, yeah, okay, wie heißt der Simulator? Der Simulator heißt Geist Simulator und hier gibt es sogar Hoverboards und sowas. Und das wird, glaube ich, ganz cool. Da freue ich mich schon drauf, ein Hoverboard zu holen. Jetzt müssen wir aber erstmal hier die Geister holen und ein paar kleine Eichelnüsse und irgendwelche Blätter sammeln von diesen komischen Geistern. Weil die haben nämlich alles geklaut. So, ich glaube, ich habe sogar schon alles geholt und das können wir jetzt abgeben. Oh Mann, du hast mir so viel Zeit erspart. Auf jeden Fall ist das richtig cool. Wir können nämlich diese Sachen jetzt für eine neue Technologie verwenden. Ah, und hier ist übrigens dein Geschenk. Woo, 30 Gems. Perfekt, danke dir, Kumpel. Diese Items sind für mich. Du kannst übrigens deine Antenne upgraden und damit neue Biome erkunden. Um das zu machen, musst du einfach auf Upgrade drücken in der Antennensektion im Charaktermenü auf der Seite deines Screens. So. Schreib zu mir, wenn du ein Upgrade gemacht hast. Okay, das heißt also, wir müssen jetzt diese Antenne, die hier oben ist, die rote, die müssen wir upgraden. Na, dann lass mal gucken, wie das funktioniert. Hey, Roman, dieser Simulator ist richtig cool. Ha, danke, Mann. Ich finde den Simulator auch richtig cool. Mir macht das richtig Spaß, den zu spielen. Deswegen wollte ich unbedingt einen Livestream darüber machen. Ich schaue jetzt mal kurz, wie wir das Ding hier upgraden können. Wir müssen hier unter Inventory gehen. Dann müssen wir hier irgendwo auf Upgrade gehen, um die Antenne zu upgraden. So, guck mal, hier ist mein Charakter. Hier haben wir Sachen in unserem Inventar. Hier ist dieser Vacuum Cleaner. Und da ist das Antennenlevel. Das ist auf Stufe 1. Wenn wir da drauf drücken, okay, ich glaube, jetzt haben wir unsere Antenne auf Level 2 geupgradet. Okay, mal gucken, was er jetzt dazu sagt. Oh ja, Mann, du hast die Antenne geupgradet. Jetzt kannst du das Block City Biom besuchen. Und vergiss nicht hier dein Geschenk. Okay, Dankeschön. Perfekt, vielen Dank. So,
Das waren übrigens alle Aufgaben, die du wissen musst, um dieses Spiel hier zu spielen. Geh zu Ghost Hunter Dylan im Labor und sprich mit ihm über die Tiere. Oder rede zu Ghost Hunter Adam in der Block City. Ich habe gehört, er arbeitet an einer Hoverboard-Technologie. Das heißt also, mit Ghost Hunter Adam können wir über die Hoverboards reden. Viel Glück, Ghost Hunter. Okay, alles klar. Dann lass mal gucken, was wir hier so machen können. Also, es ist übrigens auch was Interessantes hier. Wenn man hier zu Teleport geht, sieht man die Karte, wo man überall spielen kann. Und hier sind auch überall Quests. Und dadurch, dass wir jetzt eine neue Antenne und sowas freigeschaltet haben, können wir tatsächlich in ein neues Biom reingehen. Dieses Biom war vorher die ganze Zeit geschlossen und dunkel, aber jetzt funktioniert es und hat tatsächlich keinen Dings mehr. Keinen Schatten mehr. Jetzt können wir hier drinnen spielen und Sachen machen. So, und dieser Typ hier, der hat anscheinend auch eine Quest für uns. So. Hey, was geht ab, Kumpel? Willkommen im Teil meiner Stadt. Die Leute nennen mich Ghost Hunter Adam. Okay, hier findest du Businessgeister, Straßenkatzen und ein intelligentes Hoverboard-Design. Du willst es? Du kannst es gern haben. Du musst nur meine Aufgaben erledigen. Okay, das heißt also, wenn wir also das Hoverboard haben wollen, dann müssen wir dem seine Aufgaben erstmal erledigen. Alles klar. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob du überhaupt hart genug bist, um meine Technologie zu handeln, also so zu schaffen sozusagen. Sammle 2 Straßenkatzen, 5 Businessman-Geister und 3 Zeitungen. Und dann kommen wir zurück, um dein Geschenk abzuholen. Alles klar. Das heißt, wir brauchen dreimal hier irgendwelche Sachen. Warte mal. Yeah. Hey, es funktioniert ja richtig gut. Wir sind zum Glück nicht so low. Wir haben sogar schon 2 Dings gefunden. Zeitungen. Hier hinten, ne, muss man irgendwelche Sachen holen, um die freizuschalten, um auf dieses Gelände da zu kommen. Aber dafür brauchen wir Reifen, Socken und Zeitungen. Okay. Da ist eine Straßenkatze. So, die haben wir auch aufgesaugt. Nice. Jetzt hier nochmal. Und der zweite Geist. Jetzt fehlen nur noch 5 von diesen Businessman-Dingern. Ah, jetzt können wir gar nicht mehr Dings saugen. Jetzt müssen wir erstmal wieder verkaufen, ne? Blup. Einmal verkauft. Und ich glaube, mit dem Geld können wir auch gleich was Cooles anfangen. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns auch gleich einen besseren Backpack. Hier für 500 können wir uns hier so ein Rip-Pack holen. Der sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen stabiler aus. Den kann man auf jeden Fall gut benutzen. Und was ihr auch machen könnt, ist nochmal eine Crate aufmachen. Und zwar so eine mittlere für 850. Da würde ich gerne den Peacock gewinnen, weil der ist nämlich legendär. Und damit können wir auf jeden Fall ein bisschen was reißen. Und es gibt auch eine Chance, tatsächlich ein unglaublich seltenes Haustier zu bekommen. Hier unten steht nämlich dran, or an excitingly rare godly pet. Das heißt sozusagen ein echt atemberaubendes, göttliches Haustier. Mal gucken, ob wir das irgendwie bekommen können. Okay. Oh. Giraffe! Okay. Die ist ganz cool. Die ist ganz lässig. Okay. Wir können noch mal eine kurz kaufen. Vielleicht kriegen wir ein seltenes Haustier. Vielleicht. Oh ja! Hey, wir haben ihn bekommen. Das ist der Peacock. Hey, der ist legendär. Oh, stark. Richtig gut. Ey, gleich raus hier aber. Jetzt haben wir genug Glück gehabt. Das war gerade eine starke Sache. Guck mal, jetzt können wir hier im Inventory bei unseren Pets, können wir jetzt hier den Peacock auswählen. Das heißt, ich würde mal sagen, ich würde das Chicken hier entfernen, weil das hat nämlich eine langsamere Saugkraft und würde stattdessen den Peacock dazu tun. Unequip und den Peacock equip. So, was haben wir da? Wo ist mein Peacock? Da, guck mal, der linke. Cool, perfekt. Hey, das ist richtig gut, richtig, richtig gut. Oh, jetzt müssen wir mal sehen, wie wir jetzt abgehen. Oh, Mama Mia. Alter, Roman, ich habe den Peacock auch. Echt? Oh mein Gott, krass, Mann. Also den Peacock, der ist wirklich cool. Ich muss mal sehen, wie schnell ich jetzt sozusagen Geister einsauge. Oh mein Gott, geht das jetzt schnell? Wahnsinn, perfekt, damit können wir dann auf jeden Fall gut weiterkommen. Hier jetzt müssen wir nochmal ein paar Businessmans hier einsaugen, das ist der letzte, perfekt, die kleinen Dinger nehme ich mit. Und dann hätten wir auch schon genug, um die Quest abzugeben. Kriegen wir jetzt unser Hoverboard? Hey, du hast tatsächlich die Straßenkatzen irgendwie hier weggebracht oder sowas. Tja, du scheinst wirklich hart genug zu sein. Nimm diese Gems und bring die Katzen weg. Okay, mache ich.
Okay, jetzt musst du 300 Ektoplasma für mich sammeln, um das Hoverboard zu um das Hoverboard zu bekommen, was du möchtest. Finde mich danach, um dein Geschenk abzuholen. So, und du kriegst noch nicht meine neue Technologie. Alles klar, ist ja gut, ist ja gut. Dann werde ich mich jetzt darum kümmern, hier die Geister schnell einzusammeln. Das funktioniert aber relativ schnell. Ich glaube, 300 will der haben. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir saugen hier die Geister ein, so als ob wir staubsaugen würden. Es ist in echt eigentlich auch ein Staubsauger, aber erzählt's keinem. Oh, und guck mal, hier oben steht in 40 Sekunden, Leute, in 40 Sekunden wird hier oben ein Boss spawnen. Und wenn ein Boss spawnt, bedeutet das, dass wir, einen Boss erwarten können. Einen Boss erwarten können. Wollen wir da hingehen? Boah, hier sind schon richtig viele Zuschauer, die hier schon ein bisschen hinterherlaufen, die kleinen Schlingel. nicht vergessen, Leute, falls ihr gerne mit mir spielen wollt, könnt ihr gerne der Roblox-Gruppe beitreten, der Aerosul-Fangruppe. Die kann man finden, wenn man Aerosul einfach in der Suchleiste oben in Roblox eingibt. Und dann könnt ihr mich da finden. So, ich würde mal sagen, ich teleportiere mich jetzt gleich zum Boss. Da, ein Boss ist gespawnt. Möchtest du gerne hingehen und anderen Leuten helfen? Klar, gerne. Oh, okay, jetzt sind hier alle Leute. Wo ist der Boss? Oh mein Gott. Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Alter, ist das der Boss? Oh mein Gott, saug den Boss auf. Oh, Junge. Alter, der ist viel zu stark. Oh mein Gott, der ist ja richtig stark. Saugen! Oh mein Gott, die Leute... Alter, was? Oh mein Gott, der hat mich weggestoßen. Nie im Leben, oder? Was? Wir brauchen jemanden, der richtig stark ist. Wow, ich wurde wieder weggestoßen. Der Geist hat's echt drauf, ey. So, okay, okay, okay. Die Prozente gehen... Ah, nein! Er hat mich wieder weggestoßen. Wir brauchen mehr Leute, die mit uns gemeinsam gegen den Boss kämpfen. Ich glaube, ich muss mich bewegen, damit er mich nicht angreift. Oh ja, oh ja. Die Prozente gehen runter, die Prozente gehen runter. 86%. Wir haben 4 Minuten dafür, um diesen Boss zu töten. Boah, ich frage mich, was wir bekommen. Oh, da hat er mich wieder weggestoßen. Ich frage mich, was wir bekommen, wenn wir den Boss holen. Hoffentlich kriegen wir... Ah, nein, 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 nein. Hoffentlich kriegen wir einen neuen Staubsauger oder sowas. Und los geht's. Oh, komm schon. 76%. Einfach stehen und saugen, stehen und saugen. Ah, da hat er wieder... Okay, ich verstehe jetzt den Boss. Der macht zwischendurch immer so eine kleine Explosion. Und diese Explosion sorgt dafür... Ach, guck mal, wenn ich auf eine gute Entfernung stehe, dann kann ich einfach von außen die ganze Zeit saugen. Mit den anderen Leuten gemeinsam. Oh, 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 oh. Er hebt die Leute auf und hat sie wieder weggehauen. Okay, wenn man auf gute Entfernung steht, dann kann man die ganze Zeit den Boss ansaugen. Ah, jetzt guck, jetzt hebt er wieder die anderen Leute hoch und schubst sie da weg. Okay, einfach nur auf sichere Entfernung stehen. Und guck mal, er ist einfach schon auf... Oh mein Gott, er hat uns wieder weggestoßen. Das kann nicht sein. Auf 55% war der gerade. Okay, jetzt ist er schon bei 50%. Oh yeah, oh yeah. Wir müssen immer am Rücken vom Geist bleiben. Weil dort, wo er uns nicht sehen kann, kann er uns auch schlecht an... Oh nein! Das habe ich nicht erwartet. Das schafft ihr. Ja, Mann, wir geben wirklich Gas. Wir versuchen unser Bestes, Chat. Ihr könnt gern uns die... drückt uns die Daumen im Chat. Schreibt uns die Daumen in den Chat. Oh! Okay, chillax, relax. 30%. You know what it is. 29%. 27%. Oh ja, jetzt geht's richtig los, Alter. Oh, okay. Und 20%. Oh, er hebt die anderen nochmal hoch. Okay, wir sind bei 18%. Wir sind bei 18%. Es läuft richtig easy, schmackhaft. Die letzten 10% sind gleich. Oh, ja! Okay, 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 okay. Es geht los, es geht los. Nein! Er hat mich nochmal umgehauen. Und jetzt aber! Woo! Was haben wir erhalten? Irgendwas habe ich aufgesammelt. Aber ich weiß nicht, was. Aber ich glaube, wir können uns irgendwie zurückteleportieren. Irgendwie ging das. Naja, ich glaube, wir laufen einfach nach Hause. So wie es sich gehört. Ah! Okay, um dieses Biom betreten zu können, brauche ich eine Level 5 Antenne. Okay. Das war schon echt nicht schlecht, muss ich sagen. Also, das hat schon echt Spaß gemacht, gegen diesen Boss zu kämpfen, ne? Ich bin mir aber gerade nicht sicher, was ich von dem erhalten habe. Könnt ihr mir schreiben, was ich erhalten habe? Habt ihr irgendwie gesehen, dass sich irgendein Menü bei mir geändert hat oder sowas in der Art? Ich habe nämlich irgendwie gar nichts gesehen. Endlich! Ja, Mann, das war wirklich ein richtig langer Kampf, ne? Junge, Junge, in den nächsten 10 Minuten kommt wieder ein neuer Boss. Hm, interessant.
Das dürfte vielleicht als Power-Ressource dienen. Beschwer dich nicht. Hier ist dein Geschenk. Und kauf dir irgendwas Cooles davon. Wie zum Beispiel eine Pet Crate. Okay. Das machen wir auf jeden Fall. So, die Pets aus dem Shop können dir helfen, die Zeit zu benötigen, um Geister aufzunehmen. Und wenn du jetzt schon mal zurückgehst, dann mach schon mal eine Petbox 1 auf und komm dann wieder zurück zu mir, um dein Geschenk abzuholen. Alles klar, aber ich würde mal sagen, bevor wir überhaupt zurückkehren, machen wir jetzt nochmal kurz unseren Staubsauger voll, weil dann haben wir nämlich mehr zum Verkaufen und können uns vielleicht sogar schon den neuen Staubsauger kaufen. Vielleicht kommen wir dann schon auf 1000 Gems oder so, weil 500 Gems auf einmal zu verkaufen, das ist schon wirklich nice. So, blub. Und den hier auch nochmal, blub. So, jetzt brauche mehr Geister. Ach, in deinem Inventar ist eine Kiste, schreibt jemand. Wirklich? Warte, dann mache ich die gleich auf. Aber erst verkaufe ich hier kurz meine Sachen. Einen einzigen Geist muss ich noch holen, dann habe ich einen vollen Backpack. Und dann machen wir das gleich dort beim Shop und sowas in der Art. Und ich freue mich schon wie ein Verrückter, das Hoverboard zu bekommen. Nur noch... Ah, fertig. Okay, Fast Travel zurück. Und das Ding hier verkaufen. 2300. Wahnsinn. Okay, gehen wir mal in unser Inventar und schauen mal, was bei unserem Charakter da ist. Und tatsächlich, wir haben eine Wilde West Boss Chest bekommen. Die können wir öffnen und erhalten. Was denkt ihr? Was ist da drin? Wollen wir sie sofort aufmachen oder wollen wir sie später aufmachen? Was sagt ihr im Chat? Also, ich hätte schon Lust, sie sofort aufzumachen. Ihr sagt sofort aufmachen? Okay, dann mache ich mal auf. 185 Gems! Wow! Das ist wirklich gar nicht mal so übel. Daran könnte ich mich gewöhnen. Okay, schauen wir mal noch, dass wir die Quest kurz erledigen und die Pet Crate 1 kurz aufmachen. Da haben wir die Möglichkeit, die, Fledermaus zu bekommen oder das Rare Godly Pet. Und das ist, glaube ich, diese Feuertonne. Das klingt auf jeden Fall interessant. Machen wir das Ding mal auf. Oh, ein Deer. Okay, ich würde mal sagen, wir können ruhig noch eine aufmachen, oder? Und? Und? Oh nein, der Pack. Den hatte ich doch schon mal. Noch eine vielleicht? Okay, eine geht noch. Wolf. Wollen wir noch eine aufmachen? Chat, denkt ihr, wir können dieses ultra seltene Haustier, was hier sogar nicht mal angezeigt wird, glaubt ihr, wir haben eine Chance, dieses Ding zu bekommen, Chat? Wollen wir noch eins aufmachen? Okay. Hört zu, ich habe eine Idee. Wir machen jetzt noch eins auf, okay? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Wow, das Unicorn! Okay, komm, eine können wir noch aufmachen. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ein seltenes, bitte! Eine Maus. Das ist was für Izzy. Okay, eine mache ich noch auf. Nur noch eine, okay? Und da muss jetzt was Legendäres rauskommen. Nur noch eine, sage ich euch. Nur noch eine. Ah! Eine Kuh! Oh, heute läuft es irgendwie nicht. Wir machen später noch ein paar Truhen auf. So. Gehen wir hier mal raus. Und schauen mal, was dieser Typ hier überhaupt zu sagen hat. Ich pack mal kurz den Staubsauger weg. Was sagt der Typ? Hey, was geht ab? Ich bin Ghost Hunter Dylan. Oder Dylan. Ich sammle Geister als Haustiere. Sie sind so süß. Haustiere helfen dir, deine Ecto-Tokens und Ektoplasma zu sammeln und dann zu verkaufen. Ich habe ein super seltenes Haustier und ich werde es dir geben, aber nur, wenn du alle meine Aufgaben bestehst. Oh nein! Die erste Aufgabe ist es, ein Mythical Pet zu holen. Und zwar 2 Stück aus dem Shop muss man unboxen. Wenn du das geschafft hast, kriegst du ein kleines Geschenk und ich werde dir die nächste Aufgabe sagen. Okay, das heißt also, der will von uns, dass wir einfach nur Truhen aufmachen, aber dafür haben wir gerade kein Geld, deswegen machen wir kurz die andere Quest weiter. So, wir gehen jetzt wieder nach Block City,
Block City ist der Raum, wo wir uns noch bewegen können. Danach geht's in den Wilden Westen und dann irgendwann können wir auch in den Vulkano gehen. Aber erst müssen wir hier ein bisschen was machen und uns unseren atemberaubenden Hoverboard abholen. Hoffentlich kriegen wir das. Yo! So, nimm diese Gems und wir machen weiter. Oh Mann, ich will aber das Hoverboard haben. Wie lang brauchen die für ein Hoverboard? Siehst du diesen Müll, diese Müllkippe dort hinten? Ne? Dort wirst du, da kommst du erst hin, wenn deine Antenne auf Level 3 kommt. Also mach es, dass du auf Level 3 kommst. Hier hast du ein paar, dann kriegst du noch ein paar Gems. Okay, das heißt Inventory, Character, wir haben die Antenna-Parts, wir haben das Newspaper und Upgrade 3. Schade, die Antenne hat aber noch nicht die Farbe geändert. Interessant. Okay, was sagt er jetzt? Okay, es sieht so aus, als ob es sieht so aus, als ob die Müllkippe alle Teile braucht, die wir für die Technologie brauchen. Ich werde dich dorthin senden, ne? Und wollte, aber du wolltest sowieso hier nur die Geschenke. Hier sind deine Gems. Juhu! Okay. Okay, jetzt müssen wir dort mechanische Teile holen, so ein bisschen Müll von den Geistern, Müllgeister sind da und ein paar Reifen und dann bin ich vielleicht cool genug, um die Technologie zu verwenden, um mit dem Hoverboard zu fahren und wenn ich das alles geschafft habe, kriege ich ein Geschenk. Irgendwann darf ich doch bestimmt dieses Hoverboard bekommen. Ich muss so lange dafür arbeiten. Aber wir laufen jetzt erstmal hier zum Junkyard. Der ist hier oben. Das ist die Müllkippe. Und dort dürfen wir wahrscheinlich unsere, diese Geister, die Müllgeister werden wir dort finden. 4 Reifen werden wir dort finden. Und 8, mechanische Teile. Und das sind wahrscheinlich die Müllgeister. Eieieiei. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, raus das Ding und... Okay, ich habe ganz vergessen, ich wollte mir eigentlich den neuen Staubsauger holen. Aber jetzt habe ich es leider vergessen, mir den zu kaufen. Obwohl ich eigentlich genug Geld habe, dann wäre das hier nochmal ein bisschen schneller gegangen. Yo, aber das machen wir beim nächsten Mal. Guckt euch mal diesen Geist an. Der hat einfach so eine Mülltonne angezogen. Schönes Ding. Alter, die geben richtig viele Punkte. Ich muss das mit den anderen Leuten gemeinsam machen. Dann geht das nochmal ein bisschen schneller. Im Teamwork mit den anderen. Komm, hilf mir, Kumpel. Ah, er hilft mir nicht. Schade. Oh, der hat einen Reifen gehabt. Schöne Sache. Und dem da auch nochmal. Oh, Mist. Den da muss ich aufsaugen. Lässiges Ding. Wie heißt der Simulator? Geistersimulator. Das ist der neue Simulator, der Geistersimulator. Und ich wollte ihn unbedingt mit euch gemeinsam durchspielen. Und sieht mal an, gleich geht auch schon der neue Boss-Modus los, so wie es aussieht. Und da habe ich jetzt nochmal was bekommen. Es sieht so aus, oh, guck mal, es gibt auch eine Kanalisation. Oh, Mama, da gehen wir rein, wenn wir unsere Antenne geupgradet haben. Aber jetzt müssen wir erstmal nochmal kurz uns ausstatten, nochmal kurz alles verkaufen. Und dann können wir uns vielleicht schon mal für den Boss vorbereiten. Weil den Boss, der jetzt kommt, den werde ich mir auf jeden Fall schnappen, um mir eine weitere Kiste zu sichern. So, und jetzt, ah nee, warte, erstmal, bevor ich da kaufe, gehe ich erstmal verkaufen. Und damit haben wir jetzt 4300 E-Bucks oder der irgendwie Ektoplasma war das. So, aber wir brauchen 8000 Ektoplasma, um diesen Ektoplasma-Dings zu bekommen. Das heißt also, wir müssen uns wahrscheinlich mit dem hier zurechtgeben für 1300. Der 8-Bit-Vacuum. Was ein schöner Staubsauger. Okay, ich kaufe ihn einfach. So. Und ich kaufe auch gleich einen neuen Bag, weil solche Bags, die lohnen sich sowieso immer. Ah, den Hexapack, den muss ich mir erst später holen, aber so bin ich erstmal ausgestattet. So, okay, in 8 Sekunden geht's wieder los. Es kommt wieder ein neuer Geist auf uns zu. Deswegen, den lasse ich mir nicht entgehen, Leute. Das Ding werde ich mir jetzt holen. So, Fast Travel. Oh, Mama. Junge, das ist einfach ein Krabbengeist. Mal gucken, was der für einen Angriff hat. Okay, wir haben einen gelben Strahl. Und der scheint definitiv mehr Leben zu haben. Oh oh, der scheint definitiv mehr Leben zu haben. Ja, ja, ja. Und der macht eine Schockwelle. Das heißt, wenn er seine Arme nach oben nimmt, dann müssen wir springen. Oh ja, perfekt. Ich hab's verstanden. Wenn er sich immer hinsetzt, dann macht er immer eine kleine Schock... Oh, das kannte ich noch nicht. Okay, da hat er jetzt eine Feuerkugel auf mich geschmissen. Da muss man auch ausweichen. Also am besten immer hinter dem Boss stehen, um ihn...
Immer ausdrücken. Jetzt macht er gleich den Stampfer. Na, das war nur eine kleine Explosion. Also immer ein bisschen auf Entfernung stehen und weiter saugen. Immer saugen das Ding. Jetzt hat er die anderen hochgehoben und boom, Explosion. Ich warte gerade darauf, dass er wieder den Sprung nach unten macht. Oh, ah, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Okay, da hat er mich weggestoßen. Schnell wieder dran. Ich brauche dringend mein Hoverboard, damit ich schneller unterwegs sein kann. Wow, das habe ich nicht gesehen. Okay, 3 Minuten haben wir noch. Wir haben aber gerade noch einen starken Kämpfer mit einem Hoverboard dazu bekommen. Ich glaube, mit dem können wir es gemeinsam schaffen. Ansonsten wird das hier, glaube ich, eine ganz knappe Kiste. Okay, 70% hat er noch. Wir brauchen ein paar mehr Mitstreiter. Okay. Super, weiter. Oh nein, ich darf nicht in dieses Loch reinfallen. Oh nein! Ich bin in das Loch hier reingefallen. Ich muss schnell wieder hoch. Oh, oh mein Gott, das war ja gerade Katastrophe. Schnell, schnell, schnell wieder kämpfen. Die Leute brauchen mich. Oh nein, ohne mich ist es ja gar nicht vorangegangen. Okay. Jetzt müssen wir aber hier ganz schnell noch machen. 3 Minuten haben wir noch. Mist, da bin ich wieder nicht gesprungen. Da hat es mich weggehauen. Komm, steh auf, Fuchs. Ah, nein, er hat mich schon wieder weggehauen. Ah. Okay. Jetzt aber aufpassen. Wenn er hier wieder irgendwelche Faxen macht. Okay. Hinter dem Boss steht, immer weiter saugen. Okay. Am besten jetzt springen. Okay, da wurden ganz viele andere weggestoßen, ne? Ich darf nicht an dem Loch stehen. Ah, jetzt hat er mich wieder erwischt. Das kann ich leider nicht ausweichen, so wie es aussieht. Aber ich kann schnell wieder aufstehen und gegen den Boss kämpfen. Okay, da kommt wieder die Explosion. Ich gehe wieder extra hinter ihn, um dem Ganzen wegzukommen. 30% haben wir noch. Ja, schönes Ding. Die ganze Zeit springen muss man bei dem, weil der macht immer diese Stampfattacke. Und die Stampfattacke, der muss man ausweichen. Und das geht ganz gut. Spring, Roman, spring! Ich springe um mein gesamtes Leben gerade. Oh. Komm schon. Ich hab das Ding. Mama. 20% noch. Hä? Der bewegt sich kaum noch. Komm schon. Das Ding muss eingesogen werden. Ich brauche einen stärkeren Staubsauger. Oh, der eine da hat sogar einen lilanen Staubsauger. Okay, weiter saugen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier schon wirklich viel Schaden angerichtet. Nur noch 10% und wir haben noch 2 Minuten. Das schaffen wir auf jeden Fall. Oh, jetzt hat er mich wieder. Jetzt stößt er mich 100%ig wieder weg. Ja. Wow! Alter, was war das gerade für ein Mega-Jump? Weiter springen. 7% noch. Nee, das schafft er auf gar keinen Fall mehr. Die Krabbe ist geplatzt. Okay, letzter Angriff von der Krabbe. Und jetzt müssen wir sie holen, bevor sie noch irgendwas macht. Los! Ja! Okay, Kiste holen. Dankeschön. Und Fast Travel nach Hause. Erstmal ein bisschen Geld abholen. 1500 haben wir vollbekommen durch den Boss. Und das waren 5000 Geld. Mit 7700 sind wir jetzt ausgestattet. Und damit können wir uns schon fast einen neuen Staubsauger holen. Das ist eine krasse Sache. Ich überlege gerade, ob ich hier nochmal auf die Schnelle kurz die Geister hier kurz aufsaugen kann, um genug Geld zu bekommen. Aber ich glaube, das wird zu lange dauern. Roman, ich komme nicht rein. Wahrscheinlich ist die Gruppe, wo ich gerade spiele, schon leider voll. Hier sind schon sehr viele Zuschauer reingekommen. Aber beim nächsten Mal, wenn ich ein Spiel neu starte, müsst ihr ganz schnell versuchen, wieder hier reinzukommen. Dann können wir gemeinsam spielen. Oder ihr könnt es die ganze Zeit immer wieder neu probieren, hier reinzukommen. Weil manchmal gehen auch Leute aus dem Server raus. Und dann könnt ihr euch ganz gemütlich einloggen und hier mit mir zocken. So. Oh yeah, ich habe 3 richtig coole Haustiere. Den Flamingo, den legendären V, den Peacock und ein Alien. Aus Minecraft Alien. Junge, das ist aber der Geist. Aber echt, Alter, hier ist echt einfach der Geist. Oh, dem muss ich helfen, ne? Oh yeah, kostenlose Punkte. Boah, wow. Bei mir ist gerade eine Flasche umgefallen. Zum Glück war die zu. Oh oh. Ist euch schon mal eine Flasche umgefallen, währenddessen die offen war? Das ist die Katastrophe. Und dann noch neben einem elektronischen Gerät wie ein Fernseher oder ein PC oder sowas. Ah, davon bekomme ich nachts Albträume. Jetzt muss ich nur noch einen Reifen finden, ne? Und ich bin bereit. Kein Reifen. Hast du einen Reifen dabei? Er hat keinen Reifen dabei. Hat dieser Mann hier einen Reifen dabei? Er hat auch keinen Reifen dabei. Aber der da hinten, der hat einen Reifen. Komm her, gib mir deinen Reifen. Oh yeah. Easy peasy.
Wie geht es dir, Roman? Hey, mir geht's richtig gut. Ich bin gerade dabei, einen letzten Reifen zu sammeln. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Yeah. So, 727 Punkte haben wir wieder. Damit können wir uns auf jeden Fall gleich den neuen Rucksack holen. Davor müssen wir aber erstmal die Quest hier abgeben, weil ich kann es kaum abwarten, endlich mein Hoverboard zu bekommen. Oh, Junge, das wird richtig cool, wenn wir das haben. Und hier so nochmal ein paar Stadtgeister. Die können wir auch nochmal mitnehmen. Blup, blup, blup. Warte, und das da auch noch. Wupp. Yeah, das nenne ich mal Punkte sammeln. So, okay, du bist echt cool, aber meine nächsten Aufgaben sind wirklich nicht einfach. Nimm diese Belohnung. So wie es aussieht, habe ich mein Handy fallen lassen, als ich hoverboarden war, dort am, den Schrottplatz. Kannst du nicht danach suchen? Ich bin viel zu beschäftigt damit. Du wirst es bestimmt finden. Und ich werde dir ein Geschenk dafür geben. Okay, dann gehe ich eben dein Handy jetzt suchen. Ich bin so beschäftigt mit Rumstehen. Ich stehe die ganze Zeit herum, Mama. Guck mich an, ich habe eine Sonnenbrille bekommen mit einem bionischen Auge drin und denke, dass ich was Besonderes bin. Ja, okay, wir gehen jetzt dem sein Handy suchen. Irgendwo hat der auf der Müllkippe sein Handy verloren. Wow, wir haben gerade eine Spende von 21,99 € bekommen von Mio Chris. Und er fragt, warum sind immer deine Videos 10 Minuten lang? Das ist eigentlich eine gute Frage. Manchmal sind die Videos 10 Minuten, manchmal sind sie aber auch 20 Minuten, manchmal sind sie auch 15 Minuten. Also du kannst das prinzipiell mal auf dem YouTube-Channel so ein bisschen betrachten. Die Videos sind manchmal 10, manchmal 15. Und das liegt einfach daran, dass die Spiele einfach manchmal länger dauern. Die Konzepte, die wir uns ausdenken, dauern manchmal länger. Und das ist halt manchmal so, dass die eben 10 Minuten werden oder 12 oder so. Das ist so die normale Zeit. Und dann haben wir uns halt eben einfach gedacht, okay, dann werden wir halt eben immer so in Richtung 10 Minuten gehen, die Videos. Das scheint den Zuschauern auch zu gefallen, von der Länge her. Ich weiß, manche Leute mögen längere Videos, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare jetzt im Chat mal kurz schreiben, was gefällt euch am allermeisten? Gefallen euch kurze Videos? 10 Minuten circa? 15 Minuten Videos, mittellange Videos oder extrem lange Videos wie 30 Minuten? Was gefällt euch am meisten? Kurz, mittel oder lang? Das würde mich interessieren. Oh yeah. Wo hat dieser Typ sein Handy verloren? Vielleicht in der Kanalisation? Nein, der hat es bestimmt hier oben irgendwo vergessen. Irgendwo, wo ich bestimmt ein bisschen klettern muss. Hey, was ist das denn? Das ist eine Schmiede. Wow, und hier kann ich Sachen verbrennen. Und krieg dafür Geld. Oh, das ist ja mega. Coole Sache. Okay, wahrscheinlich da oben ist das Handy. Irgendwo muss hier das Handy sein. Manche Leute schreiben 30 Minuten Videos? Oh mein Gott, ihr könnt ja kaum genug bekommen. Also eigentlich mache ich ja immer gerne Livestreams ein bisschen länger und das sind dann sozusagen die ganz langen Videos. Aber jeden Tag für mich ein 30 Minuten Video zu machen, das ist manchmal wirklich echt schwere Arbeit. Weil da muss man nämlich erstmal ein Spiel finden, was wirklich so 30 Minuten lang geht und die ganze Zeit cool ist. Das ist gar nicht mal so einfach. Also ich hoffe, versteht ihr mich so ein bisschen. Also, ich würde das sehr gerne ausprobieren. Ich kann mal gucken, dass ich vielleicht mal ein längeres Video letztes Mal wieder raushaue, weil ihr scheint ja wirklich Lust zu haben. Finde ich cool. Ha, manche schreiben extrem lange. 100 Stunden. Oh, 100 Stunden Videocontent. Dafür müsste ich erstmal 3 Tage lang aufnehmen. Das wäre interessant. Was denkt ihr, wo ist der Schlüssel, den wir, also das Handy, was wir eigentlich suchen? Irgendwo hier sollte eigentlich das Handy von diesem komischen Typen sein. Weiß jemand, wo das Handy ist? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Irgendwo hier im Junkyard muss das Handy sein. Oder hat das irgendeinen Geist? Muss ich das vielleicht einfach von irgendeinem Geist abholen? Mein Backpack ist voll. Irgendwie... Kann mir jemand sagen, wo das Handy zu finden ist? 13.000 Coins. Das bedeutet ein neuer Staubsauger. Der Hexer Vacuum Cleaner. So, ich glaube, den Backpack können wir uns nicht leisten. Der kostet 7.000. Schade. Aber,
Beim Ofen ist das Handy. Hm, verstehe. Dann gehen wir da mal hin. Ich hole mal kurz hier. Whoop. Oh yeah, der neue Staubsauger sieht ja mal mega lässig aus. Unter der Rampe gleich. Beim Ofen ist der Staubsauger. Hey, was ist das hier eigentlich hier unten, ne? Alter, was ist denn das für ein komischer Typ? Der liegt da einfach unter der Brücke drin. Was für ein lässiger Typ. Einfach so ein kleines Gadget, so ein kleines funny Game. 30 Minuten Minecraft-Geist? Oh, das ist schon eine krasse Sache. Wir haben übrigens eine 5-Euro-Spende reinbekommen von Jonas Talwitzer. Und er schreibt, 15-Minuten-Videos finde ich am besten. Hm, eigentlich eine coole Sache. Viele Leute sagen 30, manche sagen 10, viele sagen extrem lange. Hm, da ist es natürlich schwer zu entscheiden, was man da macht. Aber ich werde mal gucken, dass ich da so eine gesunde Mitte drin finde. Sodass wir mal kurze Videos haben und lange. So, hinterm Ofen? Nein. Überm Ofen? Nein. Da ist eine kleine, ein kleines Loch oder sowas. Und ich bin jetzt auf dem Ofen drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist bestimmt irgendwo unter einer Rampe. Wie da? Ich hab's gefunden. Du hast das Handy gefunden. Oh yeah. Das Handy wurde gefunden. Warte mal, ich saug hier nochmal. Wow, mit unserem neuen Staubsauger. Guck mal, wie schnell das geht. So, als ob das einfach nichts wäre. Unter einer Rampe. Ja, ich hab's schon gefunden, Leute. Ich hab's schon im Inventar, oder? Hab ich's im Inventar? Charakter... ja, na, ach so, guck mal, wir haben doch noch hier diese neue Kiste, die wir aufmachen können. Die haben wir ganz vergessen, das habt ihr mir auch schon die ganze Zeit in die Kommentare geschrieben. Blub, 239 Gems in einer Kiste, schönes Ding. Wow, da ist nochmal eine Spende reinbekommen von Mio Chris und er hat geschrieben, du hast Lars unter der Brücke gefunden. Ha, Klassiker, wer kennt ihn nicht? Lars findet man immer unter einer Brücke, der gute alte Lars. There it is, da ist es. Du scheinst hier irgendwie ein bisschen, was heißt reliable, du scheinst mir ein bisschen sicherer vorzukommen. Naja, hier hast du ein paar Gems für deine Mühe. Woo, 25. Hat mir aber mal mehr gegeben. Naja. So, wir sind schon fast beim Hoverboard angekommen. Nur noch 7 mehr Aufgaben? Oh nein. Okay, jetzt habe ich irgendwas ganz Besonderes für dich. Geh zum Incinerator oben beim Junkyard, oben in der dort bei dem Ofen und verbrenne drei Items für mich. Wenn du die Items verbrennst, bekommst du Ecto-Tokens und als Geschenk sozusagen und danach findest du mich hier mit dem Geschenk. Ach, immer diese Aufgaben. Wir haben doch schon was verbrannt. Warum müssen wir das nochmal machen? Ach, immer diese Regeln. Hey, Aerosol, ich habe eine goldene Autogrammkarte bei der Geist-Geist-Geist-Lampe bekommen. Ja, man bekommt tatsächlich, wenn man unter shop.aerosol.de so einen kleinen süßen Geist bestellt, ja, kriegt man eigentlich meistens eine Autogrammkarte dazu. Wobei, jetzt kommt das große Wobei, ich mir nicht ganz sicher bin, ob man wirklich bei jeder Geistlampe auch ein Autogramm dazu bekommt. Vielleicht hattest du Glück, weil eigentlich kriegt man nur Autogrammkarten, ne, wenn man den Geist bestellt oder wenn man das T-Shirt-Bundle bestellt. Oder ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich möchte ehrlich gesagt gerade nichts Falsches sagen. Im Notfall einfach mal beim shop.aerosol.de, dort wo die ganzen Sachen sind, einfach mal eine E-Mail schreiben oder am besten einfach mal anrufen und fragen, wo es eine ganze Karte dazu gibt, weil ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. So, ich verbrenne hier mal 1, 2, 3 Reifen und damit ist die Quest beendet. Wow, das ging schnell. So, nebenbei sauge ich hier noch ein paar kleine Monster ein. Woo, you know what it is. Perfekt. Was habe ich verpasst? Wir sind gerade am Geister einsaugen und das ist sozusagen der Livestream zusätzlich zum Video, was heute kam. Und dieser Simulator, den wir hier spielen, der ist mega cool. Und in den nächsten 3 Minuten startet schon der nächste Boss. Da müssen wir uns auf jeden Fall beeilen, dass wir vielleicht bis dahin unser Hoverboard bekommen. Ich möchte so gerne mein Hoverboard haben. Alright, was sagt er? Oh Mann, das sind echt gar nicht mal so schlechte Witze.
Du machst mich verrückt. Okay, hier kriegst du ein paar Antennenteile als Geschenk. Wow, 25 Antennenteile? Das ist schon eine coole Sache. Okay, jetzt kommst du dem Hoverboard schon ein bisschen näher. Aber erst musst du das nächste Biom sozusagen freischalten. Da ist ein Untergrund in den Wilden Westen vom Müll, von der Mülldeponie aus. Um dorthin zu kommen, musst du deine Antenne auf Level 4 upgraden. Und du musst aber erstmal eine nächste Aufgabe irgendwie auf erstmal lösen. Okay, das heißt also, der Typ will wieder 10 Reifen und dann muss ich noch meine kleine Antenne upgraden. Okay, lass mal gucken. Charakter, um uns überhaupt auf Level 3, auf Level 4 zu upgraden, müssen wir 10 Reifen holen. Abgefahren. Okay. Dann lass mal gucken, dass wir da die Reifen sammeln. Ich glaube, die hier hatten immer Reifen. Und da liegen sogar 2 Stück herum. Oh mein Gott, was für ein Glück. Die haben wir sogar gerade einfach nicht aufgesammelt. So. Dann lass mal gucken. Ich habe die versucht beizutreten. Ja, manchmal ist es ein bisschen schade. Die Server sind ganz klein hier bei dem Spiel. Und manchmal kommt man nicht mit mir gemeinsam auf den Server, sondern mit anderen Leuten. Aber ich kann dafür leider nichts. Es tut mir leid. Also irgendwie, ich spiele auch einfach nur auf einem Server. Und naja, ist es ja nicht schlimm so. Beim nächsten Spiel dann, wenn ich irgendwo anders mal beitrete oder sowas, dann kann man da mal vielleicht eine Runde zusammen spielen. Ich habe hier gerade voll die Probleme, einen Reifen zu kriegen. Yay! 2 Reifen. So, nochmal 2 Reifen, dann ist die Sache gebongt. Okay, wieder Antennenteile. Ich brauche, da hinten sind noch Geister. Das ist eine echt schwierige Sache, hier die Reifen zu bekommen. Hast du einen Reifen? Nein. Hast du einen Reifen? Ja! Perfekt. So, Inventar, Charakter, Upgrade auf Stufe 3. In 3, 2, 1, Upgrade! Woo, Baby! So, das Ding ist jetzt geupgradet. Und wir sind in der Lage, wieder zurückzugehen, um unsere Quest wieder abzugeben. Guck, dass du immer viele Reifen hast, Roman. Der Typ will viele Reifen. Ja, das habe ich auch inzwischen verstanden. Der Typ will richtig, richtig viele Reifen haben. Oh, Mama de Mia de Pizzeria. Das ist eine richtig krasse Sache. So, jetzt erstmal hier die Quest abgeben. Okay, Kumpel. Warte, das sieht ja ganz schön krass aus. So, nimm hier diese Gems und sei glücklich. 100 Stück, Alter? Davon kriege ich ja nie die Nase voll. Okay, jetzt musst du so neue Geister sammeln und 8 dreckige Socken in der Kanalisation. Und du wirst wahrscheinlich ein Bad brauchen, wenn du wieder zurückkommst. Also, ich gebe dir wieder ein Geschenk, wenn du zurückkommst. Okay, dann würde ich mal sagen, wir begeben uns jetzt an diesen Stadtgeistern vorbei. Und, ich würde mal sagen, wir verkaufen erstmal noch ein paar Sachen, bevor wir losgehen. Weil, dann können wir uns vielleicht auch gleich ein neues Item holen. Weil dort sind die Geister bestimmt nochmal ein bisschen abgegradeter. Und wir drücken mal hier auf Sell, kommen dann wieder zurück und können hier ein paar Sachen verkaufen. Kopen. So, da haben wir wieder 11.000 und können uns auch gleich, was kostet der nächste Staubsauger? 50.000, Wahnsinn. Dann kaufen wir, glaube ich, als nächstes ein Hexer-Pack. Der Hexer-Pack, der sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Oh, jetzt muss ich erstmal was trinken. So. Wie machen wir das? Einfach kaufen. So. Und wir können vielleicht noch eine Pet Crate aufmachen. Ich möchte eine seltene Pet Crate vielleicht aufmachen. Und mit Glück bekommen wir das außergewöhnlich seltene Pet. Kaufen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte. Oh, nein. Jetzt habe ich ein Schwein bekommen. Ich möchte noch eins kaufen. 3, 2, 1. Bitte, 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 bitte. Nein! Den haben wir doch auch schon. Okay, eine mache ich noch auf.
Eine mache ich noch auf. Aber wir haben hier gerade eine Spende reinbekommen von 5 Schweizer Franken. Und da schreibt Meloncrafter HD, aber ich will auch ein paar Reifen. Wir wollen doch alle Reifen haben, Meloncrafter. Okay, zurück und eine Chance noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das Ding brauchen wir, das Ding, das Ding, das Legendäre, das Legendäre. 3, 2, 1, kaufen! Die Ente. Hey, ich glaube, die haben wir noch gar nicht. Aber, ja, einmal noch. Einmal noch, bitte. Komm schon. Das ist das letzte Mal. Oh, bitte, rot. Nein, Mist. Schade. Okay, wir versuchen es wann anders nochmal. Okay. Ach, aber guck mal, der Typ hier, dem seine Quest ist jetzt fertig. Oh, du hast echt ein paar coole Pets gezogen. Es sieht so aus, als ob du, irgendwas kannst du damit machen, auf jeden Fall. Hier hast du ein Tier als Belohnung. Keine Angst. Ich habe vorher viele, viele weitere noch. Ein Chipmunk. Wow. Das ist das seltene Tier, von dem er gesprochen hat? Das ist ganz schön schwach. Naja. Ja, wir müssen jetzt erstmal ein Mythical Pet ziehen, damit wir irgendwie die nächste Quest irgendwie erledigen können. Das heißt also, da müssen wir dann später weitermachen. Alles klar, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ins nächste Gebiet und werden jetzt erstmal die nächste Quest anfangen. Und zwar die nächste Quest, in diesen komischen neuen Bereich reinzugehen. Und zwar ist nämlich hier beim Junkyard, ist da hinten eine Kanalisation, da müssen wir reingehen. Da wird es jetzt eine ganz dreckige Angelegenheit. Aber wir sind bewaffnet mit vielen tollen Sachen. Der eine Typ hat sogar schon ein Hoverboard. Oh Mann, ich bin so neidisch. Brrp. Aber guck mal, da braucht man 10 stinkige Socken, um auf dieses Ding da drauf zu kommen. So, jetzt sind wir da. Dann lass mal kurz da runtergehen und schauen, was hier unten abgeht. Oh, hier gibt's Ratten und Mülleimermonster. Oh, interessant. Hier gibt's auf jeden Fall einiges zum Einsaugen. Und alle. Alter, die haben wirklich viel Leben. Guck mal, hier sind auch überall Röhren und überall Monster und Ratten und irgendwelche Geister mit Papiertüten auf dem Kopf. Ey, das ist eine Socke gewesen. Juhu! So. Hey, da sind noch mehr Geister. Lässige Geister. Weitere Socke. Wir brauchen noch mehr Socken. Wir brauchen 1 Million Socken. Nee, aber ich glaube, 10 Stück haben wir gebraucht, oder? 10 waren es doch. So. Junge, Junge, laufen hier viele Leute hinterher. Sind wahrscheinlich auch gerade alle bei derselben Quest wie ich. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Blup. Aber die Leute helfen mir ein bisschen beim Saugen. Blup. Blup. Perfekt. Damit kriege ich meinen Rucksack richtig schön voll. Ich kann bis zu 4000 von diesen Geistern aufsammeln. So. Blup. Und das ist wirklich viel, was ich hier bekomme. Ich muss mal gucken, wie viele Socken ich sammeln muss. Ja, da ist nochmal eine. So, wie viele Socken habe ich jetzt insgesamt? Ich muss mal kurz gucken. Inventory. 3 Socken schon. Ich würde mal sagen, ich sammle 5. Oder muss ich 10? Wie viele Socken muss ich nochmal sammeln, Chat? Also, was hat der Mann da vorhin gesagt? Wie viele Socken muss ich sammeln? Muss ich 5 sammeln oder müsste ich 10 sammeln? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oder waren es nur 3? Muss ich 5 oder 10 oder 3 oder 300? Roman, du musst Lars finden. Stimmt! Ich muss in der Kanalisation einfach Lars finden. Der wohnt hier doch auch irgendwo, oder? Der gute Lars, der treibt sich doch immer hier herum. Zack! 4. Socke. 10 Socken muss ich suchen. Abgefahren. Die sind doch verrückt. 10 Socken. Sehe ich so aus wie ein Sockenmillionär? Ich glaube, nein.
Wir brauchen jetzt 10 Socken. Wie viele habe ich denn nochmal? Oh, Alter! Ich habe schon... Ah, nee. Ich habe 6 Socken. Und ich brauche 25 Socken, brauche ich, um auf das nächste Level zu kommen? Was? Wirklich? Das ist voll viel. Ah, guck mal, jetzt habe ich 2 Socken bekommen. Also es funktioniert schon. Nochmal 2. Oh, jetzt habe ich einen Lauf. 10 Socken. Überhaupt kein Problem für den Sockenkönig Roman. So, okay. Ich habe jetzt meine 10 Socken gesammelt. Das ist die letzte Ratte, die ich jetzt kurz aufsauge. Beziehungsweise ich sauge jetzt so viele Ratten hier kurz auf, bis ich wieder verkaufen kann. Und dann habe ich wieder 4000 voll, verkaufe das Ding und hole mir den nächsten heftigen Staubsauger. Einen lässigen Staubsauger. Man braucht nur 8 Socken, schreiben manche. Das ist doch ein Gerücht. Aber egal, wir haben 10. Also passt es schon. 15.000. Ich glaube, das reicht noch nicht, um den nächsten zu kaufen. Der nächste kostet 50.000. Schade, schade, Schokolade. Aber wir können noch ein Dings öffnen. Eine Truhe. Eine Truhe, die uns jetzt was Gutes gibt. Und zwar dieses Ding da. Kaufen! Bitte, 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 bitte! Ach. Okay. Ich glaube, das war aber die Quest von dem. Ja, das heißt also, wir haben jetzt einen Monkey bekommen und jetzt verlangt er von uns, dass wir ein mythisches Tier ziehen. Achso, okay. Nee, unsere nächste Aufgabe ist einfach nur 4 irgendwelche Tiere auszubrüten. Das können wir auch gern machen nochmal. 4-mal ziehen können wir noch kurz machen und dann geht's auch schon weiter. Ja, nein! Oh Mann, ich habe gedacht, ich krieg die Fledermaus. Die da brauche ich. Nicht diesen komischen kleinen Hund. Purchase. Komm schon. Bitte. Gib mir das Richtige. Nein. Oh, nein. Ich glaube, ich habe das Schwein schon 10-mal oder so. Okay, dritter Versuch. Alle guten Dinge sind 3. Uah. Es ist ein Fuchs. Oh nein, ich will keinen Fuchs. Ich will das Legendäre oder zumindest die Fledermaus. Dr. Auge ist es, in Rot. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, letzter Dreh. Bitte irgendwas Gutes, irgendwas Gutes, irgendwas Seltenes, irgendwas Krasses, irgendwas richtig, richtig Heftiges. Das war ein Furz. Ein Schuss ins Klo war das. Na toll. Aber immerhin die Quest beendet. Mal gucken, was gibt er uns jetzt. Upp, ein Cheetah. Okay. Was will er als nächstes? Okay. Find the trainer's lost... okay, hier irgendwo hat dieser Trainer hier ein Netz oder sowas verloren. Das mache ich jetzt aber gleich erst, wenn ich da hinten mein Hoverboard bekommen habe. Dann kann ich nämlich besser danach suchen. Machen wir hier erstmal auf der anderen Seite weiter. Was ich jetzt gerade... Oh mein Gott, das ist ein Boss! Wir müssen gegen den Boss kämpfen. Ich habe ganz vergessen, den Boss da anzugreifen. Wir kommen zum Glück noch rechtzeitig, oder? Wie viel HP hat er noch? 84. Druff auf das Ding. Attacke. Oh mein Gott, der macht auch... Alter. Macht der einen weiten Angriff. Okay. Einfach drauf da. Drauf da und ab dafür. 77%. Springen. Immer springen und immer nach hinten laufen. Oh, da sind ein paar Leute da, die dabei, die jedenfalls einen richtig heftigen Staubsauger dabei haben. 70% hat er noch und er geht langsam runter. Whoop. 65%. 60%. Bald. Noch nicht ganz. Wir packen das auf jeden Fall. Einfach weiter saugen, Leute. Nicht aufhören. Wir brauchen hier jemanden mit einem lila Sauger oder so. Die lila Sauger, das sind die heftigsten. Jeder hat bisher nur einen grünen Sauger. Doch, die hat einen blauen, Alter. Heftig. Ich wünschte, ich hätte jetzt noch ein Hoverboard. Dann könnte ich um ihn herumfliegen, so. Aber so müssen wir einfach die ganze Zeit im Kreis springen und die ganze Zeit saugen. Ja, so funktioniert das richtig gut. Ich fliege nach hinten. Wenn man nach hinten fliegt, muss man springen. Immer springen. Oh. Ah, was, Alter?
Da wurde ich von dem Ding, von dieser Wand einfach wieder zurück. Was? Schon wieder? Nein! Ich werde die ganze Zeit von der Wand und von dem Monster geschlagen. Und spring. Oh, diesmal habe ich es geschafft. 28%. Weiter, weiter, weiter. Noch 2 Minuten haben wir. Das wird ein Festmahl. Hoffentlich bekomme ich dann genug Geld, um meinen nächsten Staubsauger zu kaufen. Okay. Schönes Ding ausgewichen. 19% noch auf der Bank. Auf der Zahl. Auf dem Ladebalken. Irgendwie so heißt das. Oh mein Gott. Es geht los. Es geht los. 13%. Schönes Ding. Alright, einer schreibt in den Chat, die Aerosol Gang ist am Start. Auf jeden Fall, ey. Wir sind hier gerade wirklich alle gemeinsam und machen hier diesen Affen platt. Weiter so, Leute. Richtig stark. Ah! Ja! Da haben wir ihn. Perfekt. Inventory. City Boss Chest. Öffnen. 306 Gems. Perfekt. So. Was hat der? No task, no hoverboard. Finish the task, I gave you a scram. Irgendwie weiß ich gar nicht mehr so richtig, was der Typ haben will. Ich glaube, wir müssen diesen einen Platz da freischalten. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen diesen einen Platz da freischalten. Weil irgendwie wird mir die Quest hier oben gar nicht mehr angezeigt, sondern die andere, seitdem ich die andere aufgenommen habe. Interessant. Aber ich muss sowieso noch hier sammeln. Für den anderen Eingang. Boop. Boop. Zack, zack. Ein Reifen. Ein Reifen a day keeps the doctor away. Zack. Braucht noch ein paar mehr Sachen. Oh, ich wünsche mir so sehr ein Hoverboard. Zack. Da waren 2 Reifen nochmal. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie viel ich brauche. Aber ich glaube, ich habe eigentlich genug von vielen Sachen. Aber ich glaube, ein paar Reifen brauche ich auf jeden Fall noch. Kann ich hier unten eigentlich noch irgendwas finden? Nee, ne? Also, ich gucke nochmal ganz genau nach, wie viel ich ganz genau brauche. Weil ich habe jetzt nämlich 4 Reifen, 6 Newspaper. Also, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeitung. Und 10 Reifen. Oh, nein! Okay. So wie es aussieht, muss ich also erstmal hier den da holen. So, die Zeitung. Die kriegen wir hier relativ schnell. So. Büp. Ich glaube, die Zeitung gibt es von den Business-Geistern, kann das sein? 10 von diesen Reifen. Ah. Da gab es wieder eine Zeitung. Da gab es wieder ein paar Schrauben. Das ist Minecraft Geist 3 hier einfach. Ja, Mann. Das ist einfach Minecraft Geist 3. Nee, aber das Spiel ist wirklich cool. Mir gefällt das. So. Was haben wir denn da? So, jetzt haben wir nochmal 10 Zeitungen. Wir brauchen noch 10 Reifen, um dieses Ding da zu öffnen. Die Geister sind süchtig nach Reifen. Stimmt. Das sind so Reifenabhängige. mal gucken. Braucht ein paar mehr Reifen. Whoop. Yeah, wie viele haben wir? 8. Noch 2 Stück. Whoop. Der hat keinen Reifen gehabt. Dieser Mann hat ebenfalls. Doch, der hat einen Reifen und der andere hat auch einen. Komm, gib mir einen. Keinen Reifen. Hat der einen Reifen? Nein. Es ist immer so schwer, einen Reifen zu finden. Haben Sie einen Reifen, der Herr? Nein, dankeschön. Haben Sie einen Reifen? Nein, dankeschön. Toll. Hier, der da. Hat der einen Reifen? Nein. Ich brauche doch nur noch einen Reifen. Da ist er da. Perfekt. Ich habe sogar 2 bekommen. Jetzt habe ich sogar 11. So, jetzt wird hier erstmal... Erstmal rede ich nochmal mit dem Typen. Mit dem einen. Und dann schaue ich...
Aber es scheint so, als ob wir wirklich die Tür da erstmal öffnen müssen, bevor wir überhaupt mit dem Typen reden können. Oder ich probier's nochmal. Vielleicht buggt der so ein bisschen. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass der mir nicht mehr so ganz sagen kann, was ich ihm bringen soll. Okay, ich muss erst die Aufgaben von seinem Bruder erledigen, damit es da überhaupt weitergeht. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal die Sachen für die nächste Quest wahrscheinlich von dem. Ich muss hier nochmal kurz das Ding finden. Das Netz, von dem er hier gesprochen hat. Im Wald ist irgendwo dieses Netz versteckt. Hängt bestimmt irgendwo in einem Baum oder sowas fest. Weiß jemand von euch, wo das Netz von diesem Bruder von dem ist? Weil ich weiß es nämlich irgendwie nicht. Das Netz von seinem Bruder. Eieieiei. Ja, moinsen, ich bin der Tobias. Moin, Tobias, wie geht's dir? Ich suche gerade das Netz von dem Bruder, der da oben steht. Ja, der hat hier irgendwo sein Netz versteckt. Ich kann hier schon mal verkaufen. Im Baum. Guck bei Journal. Ach so. Ich verstehe. Bei Journal kann ich die Quests angucken. Oh, ich bin manchmal so ein Dummi. Es tut mir wirklich leid. Ach, und hier ist auch der Store. Da kann man sich... Oh mein Gott, da kann man sich schon Dings holen. Was ist denn das hier? Legendary Paradox. Ich glaube, das sind sogar diese Hoverboards. Kann es sein? Oh, mehr Agilität. Können wir dann schneller rennen? Oh, das wäre mega nice. Dafür würde ich 150 Robux bezahlen. Oh yeah. Yeah! Guck mal, wie schnell wir jetzt rennen. Oh, perfekt. Ich liebe es. So, müssen wir nicht mehr so lange rennen. Hui, einen von denen hier holen. Und die Quest ist fertig. Perfekt. Damit hätten wir das schnell... Oh, Alter. Ich komme mir jetzt vor wie Dings. Superman oder irgendwie sowas. Renn! Und gib die Quest ab. Und die nächste Quest haben wir auch schon fertig. Zack. Du riechst richtig fürchterlich, aber du bist zu mir zurückgekommen. Okay, hier hast du deine Gems. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Damit kann ich nochmal eine Truhe öffnen. Siehst du diese komische, abgeflachte Area da? Da musst du reinkommen und dann kriegst du ein Geschenk. Ich habe alles dabei. Nein! Außer die Socken. Die Socken muss ich nochmal sammeln. Doppeltes Lob? Doppelte Ecto-Tokens. Doppelte Ecto-Tokens. Das habe ich sogar schon freigeschaltet. Lässig. Na dann. Lass mal die Dinger hier einsaugen. Oh, der hat sogar schon das Hoverboard. Ich bin so neidisch auf den. Ich brauche den neuen. Ah, da sind zwei Socken. Ich liebe Socken. Hier, ich muss mit dem zusammen auf. Aufmachen, die Geister. Zwei Socken. Ich liebe Socken. Wir haben sogar schon wieder 6 Stück. Wow, das geht voll schnell diesmal. Letztes Mal ging das voll lang. 2 Socken. Nee, doch nicht. Gib mir Socken. Ich habe niemals gedacht, dass ich jemals zu einem Geist sagen werde, dass ich von ihm seine Socken will. Aber diese Geister, die müssen mir ihre Socken geben. Aus dem Kleiderschrank von Baby Joe. 2 Minuten kommt wieder ein Boss übrigens. Ihn müssen wir uns auf jeden Fall schnappen. Vielleicht kriegen wir es sogar bis dahin hin, ein bisschen Geld zu verdienen und uns vielleicht einen neuen Staubsauger zu holen, um für den Boss neu gewappnet zu sein. Dafür brauchen wir aber noch 2 weitere Socken und müssen vielleicht hier noch ein bisschen Punkte bei diesen Geistern sammeln. Eine weitere Socke. Komm, gib mir die letzte Socke, Bruder. Brudergeist. Ja! 2 Stück sogar. Da war jemand ganz schön nett. Perfekt. Zurück, zurück, zurück. Es geht nach Hause. Dann gehen wir hier hin, dann dahin, dann nach da hinten. Was kann man sich eigentlich noch freischalten? Quick Unboxing. Doppelte Gems. Das ist auch nicht schlecht. Doppelte Range. Oh, doppelte Range klingt auch cool. Ich glaube, das hole ich mir.
So, dann das hier noch freischalten und wir sind mit allem fertig. Oh yeah. Quest abgeben. Whoop. Okay. Da, ah, das ist eine Bonus-Area. Da gibt es eine Bonus-Chest. Und hier habe ich meine Gems. Okay. Also in diesem Bereich, was wir gerade freigeschalten haben, da kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr Gems. Also ein bisschen mehr Geld. Und hier kommt das Geschenk. Okay. Gibt es eine weitere Aufgabe daher? Wir sind ganz nah am Hoverboard. Und wenn ich die nächsten drei Aufgaben mache, dann kriege ich es. Okay, nur noch drei. Das kriegen wir hin. Das wird schon. So. Noch 30 Arbeiter, 8 von solchen Krangeistern, also so Kranichgeister oder so heißen sie, und 15 Hammer auf der Construction Site müssen wir sammeln, dann kriegen wir ein Geschenk. Alles klar, kein Problem, machen wir schnell fertig. Nehmen wir nur noch 3 Aufgaben, trennen uns von unserem geliebten Hoverboard. So, Bauarbeiter, Bauarbeiter-Style hier. Ich glaube, hier müssen wir echt... Wow, die geben echt viel Geld. Aber da kommt jetzt auch schon Boss. Da gehe ich zwar noch nicht so schnell hin, aber ich gehe da gleich hin. Ich lasse die anderen Leute mal kurz ein bisschen vorarbeiten. Der Boss ist im Wilden Westen gespawnt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich würde sagen, ich lasse mir noch ein bisschen kurz Zeit. Lass mir noch ein bisschen Geld hier eintrudeln. Verkauf das kurz. Hol mir den besseren Staubsauger. Und dann gehen wir schnell zum Boss. Wow, da ist sogar so eine kleine Taube. Wow, die Taube hat einfach 450 Leben. Was? Boss, Boss, Boss. Ich gehe gleich zum Boss. Leute, ich gehe gleich zum Boss. Aber ich muss hier noch kurz mein Bag voll machen, weil dann lohnt sich das. Dann hole ich mir gleich noch den besseren Staubsauger. Oh Mann, und dann geht's richtig ab. Wir brauchen nämlich das gesamte Geld. Okay, so, 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 so. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch ein paar Gems hier. Schönes Ding. Ah, perfekt. Fast Travel. So, jetzt müssen wir schnell verkaufen. In den Shop. Vacuum. Zack, zack, zack. Den nächsten kaufen. Den... Was? Nein, uns reicht das Geld gar nicht aus. Oh, nee. Okay, egal. Aber wenn wir jetzt beim Boss mitmachen, dann reicht uns das Geld aus. Los, renn. Renn, mein kleiner Fuchs. Brrr. Da ist er. Junge, jetzt geht's richtig los. Okay, einfach wieder springen. Ist es wieder ein Alien? Aliens machen viel oder wenig Schaden? Irgendwie sowas? Oh yeah. Jetzt geht's richtig los. 50% noch. Den schaffen wir auf jeden Fall noch. 3 Minuten haben wir noch. Man merkt auf jeden Fall, es ging ein bisschen langsamer, weil ich nicht da war. Aber ich hatte zu tun. Geht los. Hey, da hinten kann man auch übrigens eine Tür, eine Pyramide öffnen. Boah, das ist auch echt cool. Woo! 37%, 36%. Nein, ich werde hochgehoben. Das war's. Aua. Aua, aua. Oh, ich stehe wieder. Zum Glück. Okay, es geht weiter. 29%. Ja, aber das schaffen wir, glaube ich. 2 Minuten 40 haben wir noch. Das ist ja nichts. Der ist ja sofort gleich besiegt. Ah, ich habe doch extra Range mir gekauft. Sag mal, was ist eigentlich die weiteste Range, die ich eigentlich benutzen kann? Ah. Warte, so, so, so. Alter, ich kann von hier aus saugen? Alter, was? Aber ich kann immer noch getroffen werden. Oh, was ein Schmarrn. Also bringt es eigentlich gar nichts. Ah doch, vor dem kann ich mich schützen. Und er ist tot. Yeah. Und schon wieder 4000 Punkte. Verkaufen und neuen Staubsauger holen. Yeah. So, da ist er. 50.000. Gekopt. Yeah, you know what it is. Damit können wir jetzt auch noch ein bisschen schneller saugen. So, Inventory. Die Wild West Boss Chest wird geöffnet. 203 Gems. Und ich glaube, auf diesen Triumph können wir uns noch eine... Pet Crate hier öffnen. Puh, ob wir jemals die legendäre Fledermaus bekommen werden, das ist hier die Frage. Kaufen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Ich hasse die Kuh. Also versteht mich nicht falsch, Kühe sind cool, aber... Was? Ich habe viel zu viele Tiere?
Ich habe zu viele Tiere im Inventar. Oh nein. Hier, Alter, guck mal, wie viele von diesen Hunden ich einfach habe. Wie kann ich die denn wegschmeißen? Ah. Hier, die möchte ich alle wegschmeißen. Alle, die ich irgendwie doppelt habe, ist natürlich blöd. Guck mal, wie oft ich dieses Tier habe. Kuh habe ich auch zu oft. Ja. Trash. Trash. So. Jetzt habe ich ein paar weggeworfen. Nochmal ein paar Crates öffnen. Gib mir eins! Nein! Okay, eins noch. Jetzt! Bitte, bitte, bitte! 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 Einen einzigen mache ich jetzt noch auf. Und ich will die Fledermaus oder das Ultralegendäre. Komm schon! Bitte! Mann! Okay, ich mache nochmal eine andere auf. Ich mache die Stufe 2 auf. So, da gibt's auch eine legendäre. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kaufen! Oh, die war teuer. Die war teuer. Und ich bekomme einfach nur einen Bären. Das läuft überhaupt nicht gut gerade. Eieieiei. Pet Crates. Die sind ganz schön mies. Aber wir haben einen neuen Staubsauger. Immerhin. Iliada Dönmetz heißt, schreibt, ich habe 355 Kühe, aber halt in der Türkei. Schön. Einfach schön. Ich hätte auch gerne 355 Kühe in der Türkei. Das ist eine echt schöne Sache. Ups. Ich habe 355 Kühe in der Türkei. Junge, Junge, ey. Was die Leute nicht alle haben. Habt ihr eigentlich Haustiere, Leute? Habt ihr im Chat, habt ihr Haustiere so? Also sowas wie ein Hamster oder Kaninchen? Und falls ihr was habt, wie viele Haustiere habt ihr? Und was habt ihr? Schreibt es mir gerne unten rein. Oder in den Chat hier. Muss hier noch die Dings finden. Die ganzen Tauben, die hier angeblich überall sind. Ich habe kein Haustier. Ja, ich habe zwei Hunde. Ich habe einen Vogel. Ich habe zwei Hunde. Ich habe... ich bin Türke. Das war gerade nicht die Frage, Ilmatz. Das war nicht die Frage. Drei Katzen. Zwei Hunde. 10 Fische. Ja, okay, 10 Fische ist okay. Fast Travel nach Hause. 150 Brieftauben und einen Hund. Okay. 150 Brieftauben ist gar nicht mal so wenig. Okay, 47.000 brauche ich dafür. Okay. 150 Brieftauben? Alter, das sind ja mega viel. Oh, da schreibt jemand 2 Ratten als Haustiere. Okay, ich kannte auch mal jemanden, der hatte Ratten als Haustiere. Die waren eigentlich ganz nett. Nette Ratten. Nette Ratten oder fette Fische. Zwei Katzen und zwei Kaninchen. Sag mal, wenn man Katzen und Kaninchen hat, essen die sich nicht gegenseitig? Also, damit meine ich eigentlich die Katzen, die Kaninchen? Kämpfen die nicht oder so? Oder wenn man eine Katze hat und einen Hund, kämpfen die nicht auch? Oder sind die eher cool miteinander? Sind das so beste Freunde? Weil ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nie ein richtiges Haustier gehabt. Um echt zu sein, weiß ich auch gar nicht, wie man mit Haustieren richtig umgeht. Ich bin ganz schön schlecht mit Haustieren. Denke ich mal. Also, ich hatte noch nie so richtig eins. Also, ich hatte mal, ein Hamster. Hey, da ist diese,
riesengroße Kiste. Wow, und da kriegst du 600 Gems. Nice. I like this. Geist aufsaugen. Ich muss hier noch mehr Dings finden, ne? Da, ah, der oben, oben, oben. Bitte, bitte. Ja, ich bin auch mit dabei. So. Ich habe eine Giraffe. Das glaube ich dir nicht. Du hast nie im Leben eine Giraffe zu Hause. Das geht, glaube ich. Ich glaube, du darfst nicht. Ich glaube, das ist illegal, eine Giraffe zu Hause zu haben. In Deutschland zumindest. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich glaube mal, dass es illegal ist in Deutschland. Sechs Katzen. Boah, sechs Stück. Hat jemand von euch einen Papagei, der reden kann? Also, so richtig reden? So, dass der sagt, hallo, ich bin ein Papagei. Weil ich habe nämlich gehört, sowas gibt's. Also so richtige Papageien, die reden können, so. Also ich habe es nicht nur gehört, ich habe mich sogar mal mit einem Papagei unterhalten, so ein bisschen. Also ich habe mal einen kennengelernt, einen Papageien. Der konnte sprechen. Der hat gesagt, der Papagei möchte Brot. Und das die ganze Zeit. Ja, ich habe einen Papagei. Aber auch einen, der dir sprechen kann? Und an die Leute, die einen Papagei haben, was kann euer Papagei sagen? Also, sagt der einfach nur Hallo oder so? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oh, ich kann mir immer noch nicht den neuen Bag kaufen. Ich hab... Oh, da hat jemand geschrieben, ich habe ein Dr. Auge als Haustier. Stimmt. Ich habe auch ein Dr. Auge als Haustier. Wer hat alles ein Dr. Auge als Haustier? Das ist eine gute Frage. Ein guter Dr. Auge. Das nenne ich mal ein sehr zuverlässiges Haustier. Der muss nämlich auch nicht so viel essen, Dr. Auge. Dr. Auge muss nicht essen, Dr. Auge muss nicht schlafen, Dr. Auge muss nicht aufs Klo gehen, man muss mit Dr. Auge auch nicht spazieren gehen. Dr. Auge ist das leichteste Haustier, was es überhaupt nur gibt. Ich liebe Dr. Auge. Wer hat alles ein Dr. Auge bei sich zu Hause? Okay, ich finde keine Dings mehr. Hier sind keine Tauben mehr. Es gibt keine Tauben mehr. Einfach keine Tauben mehr. Leute fragen, wo ist eine Taube hin? Andere Leute sagen, keine Ahnung, wo die Taube hin ist. Yeah. Hat sich gar nicht gereimt. Rappe wie eine Taube. Ich bin eine Taube. Oder auch nicht. Tauben fliegen schnell, fliegen in dein Gesicht. Tauben. Tauben sind echt nice. Ohne Scheiß. Jetzt aber mal ganz im Ernst. Jetzt mal ohne Faxen hier. Wo sind hier die Tauben? Roman, mein Hund bellt. Oh, schön. Das ist ein guter Hund. Also, Hunde bellen doch, oder? Oh, da ist wieder die Krabbe als Boss. Aber ich habe ehrlich gesagt gerade keine Lust, den Boss zu machen. Ich würde so gerne die Taube holen. Alter, es gibt keine Tauben mehr auf diesem Planeten. Tauben sind ein Gerücht. Die existieren nicht mehr. Also, ich kann noch einen Construction Worker nehmen. Roman der Rapper. Ja, ja. Roman der Rapper. Tauben, die sind nice. Tauben, die sind nice. Esse Tauben? Nee, lieber nicht. Keine Tauben essen. Yeah. Ich esse keine
Top. Nicer Rap. Alter, ich finde, es gibt keine Tauben mehr. Das ist ein Gerücht. Ich gehe mir kurz was zu trinken holen. Und dann komme ich zurück. Dann sind hier Tauben. Bin gleich wieder da. Ja, alles cool bei euch? Oder vielleicht auch nicht? Yo, yo, yo. Bloop. Wir sind wieder da. Hallo, mein Name ist Fuchs. Dr. Fuchs. Und ich suche eine Taube. Wo ist die Taube? Wo ist die Taube? Es gibt keine Taube. Immer noch keine Taube. Sag mal, klaut mir hier jemand die Tauben oder bin ich irgendwie taubenblind? War da gerade eine Taube? Eine Taube? Wo ist die Taube? Hä? Die werden doch extra vor mir versteckt oder so. Das kann gar nicht sein. Hier, das sind ja hier die Katzen, die Straßenkatzen. Aber die sind egal. Wir brauchen die Tauben. Als ob, Alter, ich habe schon 6 Stück aufgesammelt. 6 Stück. Es kommen einfach keine neuen. Da war eine. Nein, war doch keine. Hä? Die spawnen irgendwo hier. Ich muss nur auf die Taube warten. Aerosol, warte. Ich warte. Wo ist die Taube? Ein Tipp. Warte, der hat einen Tipp. Ja. Wo sind die Tauben? Wo? Wo sind die Tauben? Spawn nur, wenn du Bauarbeiter einsaugst. Ah. Okay. Got it. Wo ist die Taube? Bauarbeiter eingesaugt? Keine Taube. Bauarbeiter eingesaugt? Keine Taube. Bauarbeiter eingesaugt? Und keine Taube. Wo ist die Taube? Da ist eine! Oh mein Gott, er hat nicht gelogen! Junge, der hat einfach nicht gelogen, der Junge. Hey, warte mal, sag mal, war das irgendwie der Admin oder sowas in der Art? Der hat nämlich einen roten Auge. Ey, warte mal. Hey. Bist du Admin? Bist du Admin? Nee, bin ich nicht. Schade. Aber Dings. Schenk mir dein Auge. Dein fliegendes. Ich tausche gegen ein Schwein. Ich tausche gegen ein Schwein. Oder 100 Kühe. Oder ich hab noch 100... Warte, ich geb dir was. Ja, spende den Armen. Ja, warte, ich muss erst hier auf Einstellungen gehen und allow Trade Transfers. Habe Trade aktiviert. T-
Nein, mit dem will ich nicht. Okay, ich gebe dir alle. Ha! Nein. Ich brauche nur die Fledermaus. Die schwarze. Schwarze. Ich muss die letzte Taube holen. Falsch. Da ist eine. Simon, gib mir deine Fledermaus. Simon, ja. Da. Was gebe ich ihm dafür? Oh, er hat mir die Fledermaus gegeben. Okay, ich gebe ihm eine Giraffe dafür. Und ich gebe ihm... die Giraffe gebe ich ihm doch nicht. Ich gebe ihm diese komischen Hunde. Und ein Schwein. Und 3 Füchse. Nein, den Flamingo doch nicht. Flamingo nicht. So, ready. Ja. Das ist ein guter Tausch. Oh ja, lässiges Ding. Confirm, ja. Ja, Mann! Woo! Okay. Danke, Mann. Nett von dir. So. Jetzt kann ich das wieder ausschalten. Und Trade Request aus. Inventory. Jetzt. Flamingo aus. Warte mal, wie viel? Der Alien hat 208. Das hier hat 109. Und den Flamingo muss ich ausmachen. Flamingo unequip. Das Ding equip. So. Vacuum Booster. Ja, ich habe die 3 stärksten aktiviert. Okay. Schönes Ding. Okay, die sind die allerbesten. Schönes Ding. Okay, jetzt habe ich die Fledermaus. Die Fledermaus, den Peacock und den Alien. Oh, Mama. Okay, und ich habe einen netten Tipp noch bekommen. Juhu! Habt ihr gesehen? So handelt man mit den Leuten. Überlebensstrategie Nummer 1. Oh, guck dich an. Jede Aufgabe, die ich auf dich geworfen habe, wurde erledigt. Hier sind ein paar Gems. Danke. Damit kann ich mir wieder meine Spielsucht bei den Kisten finanzieren. So, wir haben fast genug Ektoplasma gesammelt, um ein Hoverboard zu machen. Und jetzt musst du nur noch 1 Million Ektoplasma sammeln, dann kriegst du ein Hoverboard. So, sammle alle Geister in diesem Biom, in dieser Area, auf meiner Shoppinglist und los geht's. Okay, letzte Aufgabe. So, die Katzen. Katze 2. Muss ich auch den hier sammeln? Ne, muss ich nicht. Nur die Katzen. Katzen, die Garbage Ghosts, die Ratten, die... Oh, schon wieder diese Tauben einfach. Oh, ist das nervig. Ich will keine Tauben mehr einsammeln. Ich habe morgen Geburtstag. Schön. Ich nicht. Ich habe erst am 13. September Geburtstag. Was wünscht ihr euch eigentlich zu Geburtstag, Leute? Also, habt ihr irgendeinen spezifischen Wunsch so? Ein Döner zum Beispiel oder so? Ich war jetzt im Urlaub, in Kuba und hab dort mit so einer Familie gelebt. Also auf die Leute, die auf Instagram so ein bisschen aktiv sind, die haben das mitbekommen. Ich hab's auch für YouTube tatsächlich gepostet. Genau, und da war so ein Mädchen, die hatte auch Geburtstag. Und da habe ich sie auch gefragt, was sie sich denn wünscht. Und sie hat sich eine Pizza gewünscht. Und dann hat ihre Mutter eine Pizza gekauft und eine Cola. Und das war ihr Geschenk. Das war schon echt lässig. Was schenkt... Also, was wünscht ihr euch so zum Geburtstag? Wünscht ihr euch auch eine Pizza? Der kostet 175.000. Sheesh. So, den hier kann ich mir aber holen. Yeah! Energy Backpack! Ich wünsche mir einen Döner. Ich wünsche mir doch auch einen Döner. Aber ich krieg ihn nicht, weil ich muss livestreamen. Blub. Blub. Und blub. So, genug Katzen aufgesaugt.
Jetzt holen wir noch kurz die Tauben hier. Oh, die Tauben, die Tauben. Zum Glück. Also, willst du meine Fledermaus? Ich habe doch schon eine Fledermaus. Aber danke. Ich habe schon eine Fledermaus von jemandem netten bekommen. Wupp. Aber falls jemand von euch dieses Haustier hat, na, hört mal zu. Falls von euch jemand dieses Haustier hat, diese brennende Mülltonne oder was auch immer das ist, das Ultra-Legendäre, das würde ich auch nehmen. Also, wenn ihr das nicht mehr braucht, so, ne, versteht sich von selber so, also, was, wenn ihr das habt und ihr braucht es nicht mehr, dann ich nehme das schon. Also, versteht mich da nicht falsch. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich so, mein YouTuber-Status so ein bisschen ausnutze. Nein, nein, ich wünsche mir das nur zu Geburtstag. Dabei habe ich heute gar nicht Geburtstag, aber ihr wisst, was ich meine. Blup. Mann, wo bleiben die Dings, die Eulen? Sie sind die ganze Zeit nur Hammer und so. Es dauert so lange. Da ist einer. Gib mir diese Taube. Coole, lässige Taube. Gib den Code Ghost ein. Den Code Ghost? Wo kann ich den Code Ghost eingeben? Inventory Journal. Straßenkatze. Wo kann ich denn den Code Ghost eingeben? Settings. Request Pet Trade. Wo kann man den Code eingeben? Und wo ist dieser Code? Wo ist dieser Code, von dem alle sprechen? Da ist ein Dings! Gib mir diese Taube. Cool. Das ist meine Taube. Da ist doch eine! Boss kommt in 25 Sekunden. Da ist noch eine Taube. Junge, richtiger Lauf heute. Richtiger Lauf. Ah, Code auf das Twitter-Logo. Ah. Codes. Redeem Code. Ghost. Redeem. Wow! Ich habe einen Eispegasus bekommen. Oh, Leute. Was ist los? Boss. Ah, ich gehe gleich zum Boss. Inventory. Wie stark ist der, Eispegasus? Oh, der ist richtig low. Aber den hätte ich von Anfang an gebraucht. Und ihr habt es mir auch schon früher geschrieben, aber ich habe euch einfach nur nicht zugehört, weil ich professionell bin. Ich brauche noch 4 weitere Pigeons. Pigeons. Ich sammle Tauben den ganzen Tag. Du fragst mich, woher die Tauben kommen? Ich sage, wenn ich alle Geister aufgezogen habe. Tauben sind gesund, Tauben sind echt cool. Du denkst, Tauben haben Style und ich sag, Tauben, die sind cool. Ist die Tauben nicht auf, sie fliegen gerne herum. Du, da oben ist eine! Hab sie. So, jetzt muss hier unten eigentlich auch wieder eine gespawnt sein. Wo ist die Taube? Wo ist sie? Taube! So, jetzt muss hier eine spawnen. Backpack full. Ich hasse es. Fast travel. Sell. 42.000. Davon kann ich mir nichts kaufen. Und weiter geht's. Achso, hier ist ein Bosskampf irgendwo, ne? Ah, da! Oh, warte. Na, lass mal gegen den Bosskampf hier noch machen. Noch 3 Minuten sind da. Den haben wir noch gar nicht besiegt. Das ist der Baumstamm. Das ist der erste Boss sogar. Junge, gib ihm! Gib ihm böse.
Oh ja. 77%. Wird es Roman schaffen, einen weiteren Baumstamm zu erledigen? Oder werden wir es erst in der nächsten Folge sehen? Roman macht grazile Tricks mit seinem Staubsauger, indem er sich einfach nur um sich selber dreht. Roman redet von sich selber in der dritten Person. Leute denken, er ist verrückt und das stimmt auch ein bisschen. Roman, taubensüchtig. Roman, 21 Jahre, taubensüchtig. Das stimmt vielleicht auch. Go, Aerosol! Danke, die verrückten Schwestern. Ich werde hier durchziehen. Bis ich nicht mehr kann. Weiter geht's. Müssen da weiter draufhauen. Holt diesen Baumstamm. 40% noch. Oh, ich habe noch keine einzige Dings-Baumstammtruhe gesehen bisher. Holt diesen Baumstamm. Ich vergesse immer zu springen. Nein, jetzt hat er mich. Saug weiter. Aua. Wie ich hier immer rumgeworfen werde. Einfach durchgereicht. 20% noch. Musik ist immer so intens, wenn so Bossfights sind. Dieser Baumstamm, der meint es so richtig ernst, weißt du? Der will die Leute einfach holen. Der will den beweisen, guck mich an. Aber wir geben ihm einfach alle zusammen. Richtig gut, richtig gut. 6%, 5%, 4%. Komm schon, 4, 4, 4. Ja, 3 und 2 und 1 und juhu. Perfekt. So, Fast Travel. Rucksack verkaufen. Schönes Ding. 75.000 Vacuums. Eins Wider. Ach, der kostet 175.000. Das ist doch so teuer. Das ist zu teuer für mich. Das ist zu teuer für mich. So. Komm, die letzte Aufgabe müssen wir jetzt noch weitermachen. Wenn wir die Pigeons haben. Wenn wir nur diese Tauben endlich haben, die jetzt hoffentlich alle an der Baustelle sind, dann kriegen wir endlich diesen Vacuum Cleaner. Junge, was hat denn der für ein Hoverboard? Da, das sind 2. Gib mir diese. Oh, 3 sind hier. 3. Oh mein Gott. Das sind genau die, die ich brauche. Und die letzte. Gib mir diese. Ja! Das ist ja fast wie ein 7er im Lotto, Alter. 3 Tauben an einem Fleck. Und es ist nochmal einer einfach gespawnt. Ey, liebe Tauben. Ey! Da wurden 5 Euro von Michi gespendet. Und er schreibt mir immer nur, go, Junge! Ey, danke, Michi! Go, Junge, du auch! So, jetzt muss ich hier noch ein paar Geister auf dem Schrottplatz hier kurz nochmal erledigen. Wupp! Ah, ne. Achso, die hier muss ich noch holen. Einen von denen. Dann nochmal einen von denen da. Whoop. Ich glaube, hier muss ich einfach alle die ganze Zeit fertig machen. Zup. Zup. Einfach sammeln die Teile. Ich habe so viele Teile. Ah, ein Reifen. 2 sogar. Duel. Ah, da ist einer. Boop. Noch 5 weitere. Da ist einer. Schönes Ding. Kann Lars kommen? Müssen wir gleich in der Kanalisation mal gucken, ob der da ist. Boop. Boop. Noch 2 Stück. Und dann unten. Ich kann schon mal runtergehen. Dann beim Hochgehen kann ich dann einfach wieder zurückkommen. Das ist eine gute Idee. So. Hier noch ein paar Rattengeister aussammeln. Upp.
Rattengeister, das sind schon echt nice Geister. Hier geht's übrigens in die Wüste. Wenn wir das freigeschaltet haben, dann können wir da mal richtig einen draufhauen. Ich habe gerade gedacht, dass das eine Ratte ist, aber das ist ein Müllbeutel. Schön. Ein schöner Müllbeutel. Da! Brrrrup. Da ist noch eine Ratte. Boom. Drei Ratten noch. Wo ist eine Ratte? Die Ratte, die ist weg. Ratten schwimmen in Kanalisationen weg. Ah, werden die Raps immer besser oder was? Ja, ich gebe es zu, ich muss noch ein bisschen üben. Hey Roman, ich bin dem Aerosol Fanclub beigetreten. Dem Aerosol Fanclub? Meinst du den Roblox Aerosol Fanclub? Das finde ich schön. Dankeschön. Danke fürs Beitreten. Es spawnen keine weitere Ratten. Roman hat ein Problem. Wupp. Ich glaube, hier muss man wahrscheinlich auch einfach die Papiergeister die ganze Zeit holen und dann irgendwie, irgendwann ergibt sich dann so eine Rattensituation. Guck mal hier, einfach alle dreimal holen, dann kriegen wir bestimmt auch eine Ratte. Wo ist die Ratte? Es gibt keine mehr. Jemand klaut mir doch hier die Ratten. Rattensuchti. Ja, da kann man tatsächlich nichts gegen sagen. Da musste ich ein bisschen niesen. Tut mir leid. Da ist eine. Ich muss mich gerade zwischendurch immer mal muten, weil ich nämlich manchmal niesen muss. Ihr wisst, Allergie, dies, das. Ratten. Auf Ratten habe ich Allergie. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Hab noch nie wegen einer Ratte genossen. Aber könnte sein. Da ist eine! So, letzte Ratte. Check! Die Socke nehme ich da auch noch mit. Gib mir diese Socke. Schön. Jetzt müssen wir nur noch zwei so angezogene Mülleimer holen. Und dann haben wir das Hoverboard. Einmal den. Und einmal den da. Schönes Ding. So. Und jetzt haben wir die gesamte Quest fertig. Alles ist fertig. Das ist sehr nice. Und wir bekommen jetzt unser Hoverboard. Endlich. Letzte Quest war nochmal so ein richtiger Stein ins Gesicht. Aber das ist jetzt mein Hoverboard. Yo, das ist genau das, was ich brauche. Gar nicht mal so schlecht nach dieser gesamten Zeit. Okay, was? Eine letzte Aufgabe und dann kriege ich erst das Ding? Oh nein. Was willst du denn jetzt noch? Was? Sammel die Items von Geistern von jedem Biom? Yo, ich habe schon fast alles. Oh, yo, Alter. Oh. Was für ein... Ah. Okay. Ich mach das jetzt noch einmal. Zum Glück geht das so schnell. So. Und so. Da sind zwei Reifen nochmal. Reifen habe ich genug. So, jetzt brauche ich noch Socken. Oh, noch mehr Socken. Da, nochmal zwei Socken. Komm, gib mir zwei Socken, Kumpel. Da, perfekt, Alter. Als ob er mir zugehört hat. Als ob er einfach gesagt hat, ja, Mann, Roman, ich geb dir jetzt die Socken. So, jetzt sind wir fertig. Roman, du bist ein Sockenprofi. Danke. So. So, gib mir das Hoverboard. Ja! Hoverboard unlocked. Okay, danke, Mann.
Okay, ich kann mir jetzt auch Skins und so einen Kram kaufen. Ne? Und wenn ich jetzt X drücke, oh yeah, dann fliege ich auf einem Hoverboard. Mama. Ey, yo, look at this hoverboard, man. Skrr, skrr. Schönes Ding. Nice Teil. Yeah, 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 yeah. Yo, 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 yo. Okay, cooles Ding. So, was können wir machen? Wir können noch ein Skin kaufen für dieses Hoverboard. Was ist das hier? Für 1200 Robux? Mit Board, Brother. Das ist, glaube ich, so ein buntes Board, gell? Lass mal das kaufen. Das sieht cool aus. Yeah! So, was habe ich da jetzt gekauft? Hä? Inventory? Character, Hoverboards. Ah, es gibt hier viele Hoverboards zum Freischalten. Ich habe jetzt zum Beispiel das hier freigeschaltet und das hat eine bunte Trail. Ah ja. Guckt euch das mal an. Oh yeah. Woo, baby. Das leuchtet jetzt bunt und so. Cooles Ding. Das ist ein cooles Hoverboard, was ich habe. Woohoo. Oh ja, das ist fett. Das ist echt sick. Das ist echt cool. Woo, 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 woo. Cooles Ding. Und ich kann jetzt auch mit dem Hoverboard gleichzeitig die Geister angreifen, ne? Oh, yeah. Das ist echt cool. Okay. Stimmt. Jetzt können wir ja so lange versuchen, die Quest von diesem Pet-Trainer da zu machen, ne? Das heißt, wir können mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo das Netz finden. Jemand hat mir ja mal gesagt, dass hier oben irgendwo auf den Bäumen oder so ist dieses Netz von diesem Typen. Und das könnte vielleicht sogar das da oben sein. Guck mal, ich hab schon. Komm ich da dran? Ja, ich hab's gefunden. Juhu! Erstmal abgeben, das Ding. Zack. Ups. Falsches Item. Wie gehe ich da nochmal runter? Mit X. Wie findet ihr das Hoverboard, das Bunte? Sieht es cool aus? Ich find's mega cool. So. Was haben wir denn da für eine Quest? Yo, danke für mein Netz. Hier hast du ein Haustier. Der Tiger. Oh, vielen Dank für diesen Tiger, Bro. So. Okay, jetzt muss ich wieder weitere Tiere unboxen. Wir haben wieder viele Münzen bekommen. Deswegen können wir hier wieder ein bisschen was auspacken. Am besten sogar hier bei Pet Crate 2. Ich möchte aber gerne nochmal zu Pet Crate 1 gehen. Vielleicht kriege ich hin, es hier dieses goldene Ding zu bekommen. Also das ist ganz, ganz selten, ne? Das wäre eine ganz krasse Sache. Ich versuch's. Ein Fuchs. Weiter. Komm, wir kriegen das, 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 wir kriegen das. Rot, rot, rot. Eine Kuh. Wow. Wir kriegen das, 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 wir kriegen das. Ein Schwein. Na toll. Okay. Der kommt jetzt mit Kraft. Oh mein Gott. Wir haben die Dings bekommen, die Fledermaus, nochmal. Aber die brauche ich nicht mehr. Oh, jetzt muss ich wieder ein paar Tiere wegschmeißen. Den Fuchs hier Massentrash. Dann muss ich die hier alle kurz nach Name sortieren. Dann schmeiße ich hier einen Fuchs weg, eine Giraffe weg, dann... Ey, was ist ein Cyborg? Kannte ich gar nicht. Ja, eine Fledermaus kann ich ja auch wegschmeißen, so wichtig ist sie auch nicht doppelt. Den Tiger habe ich nur einmal, den Wolf habe ich zweimal, der Eispegasus auch nur einmal, einmal. Gibt es noch irgendwas, was ich doppelt habe? Den Flamingo habe ich noch einmal, die Kuh und das Hühnchen. So, das sind die ganzen, die ich wegschmeißen kann. Trash. Ja. Okay, weiter geht's. Ein bisschen wieder was kopen. Oh, 21.000 habe ich wieder dazu bekommen. Pet Crates. Okay. Aufmachen. Bitte, 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 bitte. Den ganz seltenen. Okay, Unicorn. Komm schon. Schwein. Einen noch.
Schwein. Toll. Ich brauche diese komische Tonne. Die Tonne ist bestimmt richtig nice. Hat jemand die Tonne von euch? Ach, Mist. Mist! Ich hab so viele Schweine! Und schon wieder ein Hund! Komm! Ich seh's manchmal! Mann, jetzt hab ich wieder so ein Dings. Jetzt muss ich wieder löschen. Was muss ich bezahlen, damit ich mehr Platz habe im Inventar? Hä? Was wollen Sie hier dafür? Game Passes? Plus 2 Pet-Slots kostet 500... plus 70 Pet-Storage. Plus 2 Pet-Slots, sodass ich 5 Pets habe, die mir hinterherlaufen, ist eigentlich eine echt coole Sache. Aber ich habe meine Fledermaus verkauft. Das ist eine dumme Idee gewesen. Naja, egal. Inventory. Okay, was kann ich machen? Ich muss wieder ein bisschen verkaufen. Ein Einhorn verkaufen. Vielleicht eins von den 4 Schweinen kann ich verkaufen. Den Hund, den da. Ja, die kann ich auch verkaufen. So. Trash. Okay. Und Pet Crates. View. Komm. Das Seltene. Gib mir das Seltene. Da war's! Oh, ich hab's gesehen. Boah, Mist, das ist so schwer, das zu bekommen. Komm schon! Ich fasse es nicht, schon wieder ein Schwein. Ich krieg's einfach nicht, eine Kuh! Komm schon, gib mir die Tonne! Die Tonne! Da war sie gerade wieder. Und jetzt muss ich wieder Tiere löschen. Ach, ich versuch's später nochmal. Oh, ist das schwer. Das ist manchmal so schwierig, Mann. Die Leute im Chat haben die Tonne. Wenn jemand die Tonne hat, dann soll er sie mir bitte vorbeibringen. Ich brauche auch eine Tonne. So. Ja. Was will man machen, ne? Okay, was will ich als nächstes machen? Naja, an sich müsste ich jetzt noch mein Upgrade hier machen. Und zwar Level 5 müsste ich machen. Dafür brauche ich 25 Socken. 25. Und 10 Reifen. Kann ich mir einen Boost dafür holen, dass ich schneller... Double Luck. Habe ich mir schon gekauft. Quick Unboxing gibt es auch. Doppel Gems, Doppel Pets Slots. Mehr Pets tragen. Mehr Ecto Tokens. Das ist eine sehr interessante Sache. Double Range. Ach, der mehr Doppel Tokens habe ich schon. Oh, ich habe ja schon sehr viele Sachen gekauft. Eieiei. Man kann sich hier den Reaper kaufen. Der kostet 950 Robux. Und der gibt einem mal 5 die Geschwindigkeit. Also das heftigste Haustier eigentlich. Ich glaube, ich hole mir den. Ich will den haben. Juhu! Der Reaper! Und den kann ich mir auch gleich aussuchen. Und zwar meinen schlechtesten, den Bat, gegen den Reaper austauschen. Den hier muss ich unequippen und den hier equippen. Yay! So, jetzt habe ich hier noch den Reaper. So, der Reaper ist auch mit dabei. Gut, was machen wir als nächstes? Ja, Socken sammeln. Wer kennt es nicht? Brrrup. 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 Yeah. Das mit dem Socken sammeln geht eigentlich relativ fix, wenn man nur genug Ausdauer hat. Und nebenbei sammeln wir übrigens auch die ganze Zeit Geld, damit können wir uns dann wieder gleich einen neuen, atemberaubenden und einen tollen Staubsauger holen. Da sind wieder Socken. Naja, eigentlich kann ich mir auch dieses Ding kaufen, dass ich einfach mehr Tiere gleich tragen kann. Mehr Pet-Slots. Dann kann ich 5 Stück tragen und dadurch verdiene ich dann einfach, glaube ich, noch mehr. Das ist dann einfach simpler.
Inventory, dann die Dings hier noch equippen und am besten einfach noch den Flamingo. So, jetzt habe ich 5 Tiere. Okay, das ist echt viel, Mann. Aber es funktioniert ganz gut. So einen richtigen Zoo habe ich jetzt bei mir. Wupp. Wupp. Roman sammelt mal wieder die Stinkesocken. Ihr habt es erfasst. Ich bin ein Stinkesockensammler. Also ich glaube, ich kann noch nicht in die Wüste gehen, oder? Nee. Wüste ist mir noch tabu. Level 5 Antenne brauche ich. Ich glaube, ich nehme noch einen Schluck Water. Hey, ich kann den Geist gar nicht anklicken. Na gut. Nochmal Glück gehabt. Hä? Achso, ich habe den Staubsauger gar nicht ausgerüstet, deswegen. Zack. Zack. Also ich muss sagen, das ist echt ein cool gemachtes Spiel. Das ist wirklich eins der besten Roblox-Spiele, die ich so gespielt habe. Von der Qualität her, versteht ihr, wie ich meine? So, das ist wirklich sehr hochwertig gemacht, so. Ich spiele das echt gerne, das Geisterjagen-Spiel hier. Die Socken müssen gesammelt werden. Und Geister müssen gejagt werden. Alltägliche Geistersachen sind das. Wieder Socken. Wie viele Socken haben wir schon? Charakter. Oh, wir haben noch eine Forest-Dings. Tür oder Crate oder wie auch immer die Dinger heißen. Und wir brauchen noch 20 Socken. Na dann, haut mal raus. Was gibt's für Neuigkeiten? Habt ihr demnächst eine Klassenarbeit? Hat jemand von euch eine Klassenarbeit demnächst? Also so Mathe oder... Ey, stimmt, das sind doch jetzt auch demnächst. Das sind sogar die Realschul- und Gymnasiumprüfungen. War das nicht so? Ich glaube, gerade das Abitur sogar. Kann es sein? Gibt ein paar Leute, die, glaube ich, schon Abitur machen. Oder Realschulabschluss. I don't know. Oder ist es im April gewesen? Oder war das im Juni? Ich glaube, das war sogar im Sommer. Kann es sein? Ich glaube, es kommt auch auf Bundesländer an, so wann wer welche Prüfungen schreibt, so. Junge, gibt's hier wenig Socken. Wupp. Wupp. Ey, ich kann doch eigentlich auch die ganze Zeit meinen Dings benutzen. Mein Hoverboard, um noch schneller zu kommen. Wupp. Wupp. Ey, das ist eine Socke. Und nochmal 2. Und absteigen. Gib mir diese Socke. Und die. Und nochmal 2. Hab eine Probe morgen. Oh, Junge. Ich habe Klassenarbeiten immer gehasst. Viele von euch haben anscheinend morgen welche. Ah ja. Ich habe das damals gehasst. Also ich war schon okay in der Schule, versteht mich nicht falsch so. Aber auch nicht so der Heftigste, wisst ihr, was ich meine? So 3 habe ich immer geschrieben. Also ich habe immer versucht, 2 zu bekommen, habe dann aber immer 3 bekommen. So war das bei mir. Aber an die Leute, die Prüfungen schreiben, macht euch nicht einen zu großen Kopf so. Viele Leute vor euch haben das auch schon mal geschafft, deswegen, manche Leute machen sich so richtigen Prüfungsstress so. Aber Prüfungen sind extra so gemacht, dass Menschen die schaffen können. Also das ist wirklich machbar gemacht so. Man muss halt einfach nur lernen. Einfach lernen, dann sind die Prüfungen machbar. Und Socken sammeln. Socken sammeln ist auch immer so eine gute Sache. Du, 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 du. Junge, hier hagelt's inzwischen Socken. Bald kommt ein Boss. Inzwischen sind wir auch ein bisschen stärker, ne?
Oh, und bald haben wir auch das Ding hier voll. Dann können wir uns, glaube ich, meines Wissens, können wir uns sogar, glaube ich, den nächsten Vacuum Chamber holen. Fast Travel. Wie viele Socken haben wir schon? Inventory? 31 habe ich schon. Oh, Junge, ich habe ja viel zu viele gesammelt. Naja, okay. Habe ich gar nicht gemerkt. Okay, dann gehe ich mal kurz verkaufen. Ich habe 31 Socken aus Versehen gesammelt. Ups. Ja, neuer Staubsauger ist drin. Und zwar der Turbo-Staub... Ah, nee, doch nicht. Für 175.000 kostet der. Okay. Egal. So. Dann müssen wir hier noch ein paar Reifen sammeln. Oder? Wie viele waren es? Quest, Index, Ghost Index. Ah, nee, hier, Inventory. 10 Reifen, 10 Papiere. Na dann, lass mal ein paar Reifen sammeln. Bzip, bzip, bzip. Bzip. Wupp. Alter, das sind viele Reifen. So, 10 Reifen haben wir. Jetzt nur noch 10 Zeitungen. Wuh. Erstmal auf unser Hoverboard. Ja, wuh. Das Hoverboard ist echt slick. So, 1, 2, 3. Da ist eine Zeitung. Ach, okay. Ich muss da dran laufen. So, 1, 2, 3. Oh, da sind 2 Zeitungen. So, und dann 1, 2 und 3. Zeitung, Zeitung. Wie viele Zeitungen habe ich? Eine fehlt noch. Keine Zeitung gehabt, leider. Der da vielleicht. Eine Zeitung noch. Eine Zeitung noch, dann gehe ich zum Boss. Nur noch eine einzige. Hat der die Zeitung? Nein. Der da hinten hat die Zeitung. Hat er sie? Nee. Da ja, der da hat die Zeitung. Keine Zeitung. Der hat eine Zeitung. Nein. Wer hat die letzte Zeitung für den Roman? Gib mir die Zeitung. Keine Zeitung. Mist. Ich drück mal kurz das Boss weg. Ich fahr da einfach gleich hin. Ich würde gerne ins Vulkanland mal. Hä, wo ist denn... Was ist denn das Ding? Blup. Hä? Laber nicht, als ob die schon die ganze Zeit keine Zeitungen droppen. Da! Nein, wieder Schrauben. Hier, 2 Stück. Wupp. Wupp. Auch gar keine Zeitung. Nie im Leben, Alter. Das ist schon der 100. den ich hole. Da! Die letzte Zeitung. Und wir upgraden auf Stufe 5. Yay! Unsere Antenne ist jetzt lila. Oh, Junge. Oh, fast mein Glas umgestoßen. Mama mia. Ich bin manchmal wirklich, wenn ich aufgeregt bin, dann stoße ich gerne Sachen um. Ich muss mir kurz die Nase putzen. Und da ist er wieder. Der Aerosol HD ist wieder da. Hallo. Mit der pinken Antenne gehen wir nun weiter Richtung Haus. Beziehungsweise wir gehen nochmal kurz zu unserem Verkauf-Dings. Wir verkaufen hier ein paar Sachen. Gucken mal kurz, ob das uns jetzt reicht. 175 kostet der. So nervig. Okay. Aber ich glaube, wir können jetzt nochmal kurz den Alien-Boss nochmal kurz legen. 2 Minuten ist er noch da. Brrr, und die Leute brauchen mich. Ah! Ah, aber mit dem Hoverbot kann man schneller aufstehen. So. Mit dem Hoverbot geht es ganz gut.
schön den Alien runtersaugen. Dann gibt's auch eine gute Kiste dazu. Du, 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 du. Hey, Arisu, ich habe ein Godly Pet. Alter, der hat wirklich eins. Hey. Ey, yo, 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 yo. Willst du tauschen? Warte mal. Willst du tauschen? Aber lass erst Boss machen. Oh, Junge, der Typ hat ein Godly Pad. Was? Der hat einfach ein Godly Pad. Der hat diese Tonne, Mann. Der hat die Tonne. Junge, ich will auch die Tonne haben. Ey, da ist sogar ein Cowboy, der hat auch eine neue Quest für uns. Junge, Junge, was kann ich dem denn dafür geben? Ich gebe ihm mein V. Der V ist auch relativ... Also ich muss erstmal gucken, was der für einen Wert hat, weil der V ist schon sehr nice. Aber ich frage mich, was Godly Pets für einen Wert haben. Du, 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 du. Und er ist gelegt. Verkaufen. Und jetzt haben wir auch genug Geld für den neuen Staubsauger. 200.000. Vacuum. Charged Vacuum. Yeah. Nice. So, bei Backpacks können wir uns als nächstes den hier holen. Der kostet aber 170.000. Das ist ganz schön teuer. Aber, wie immer, erstmal den Vacuum Champer holen. So, wo ist der Typ mit dem Legendären? Da. That thing. Komm tauschen. Warte, ich mach ihm Angebot. Wo ist er? That thing trade. So. Also, was gebe ich ihm? Also, ich möchte es mal sehen. Was hat es denn für Werte? Was? Ach, du hast Full Pet, sagt er zu mir. Okay, warte. Ich habe Full Pet. Inventory, Pets. Ah, hier, die da. Zack, zack, zack. Einen kann ich behalten. Ein Schwein weg, eine Kuh weg. Ah, und dann hier vielleicht die hier noch weg. So. Trash. Ja. So. Okay, wo ist er wieder hin? Trade. That thing. Trade. So. Was hat das für Werte? Das hat 2,8. Mein Peacock hat 3, okay. Ich gebe ihm... Ja, für ein Godly. Godly ist schon heftig. Ich gebe ihm... Ah, Bob ist noch nicht gut genug. Was willst du gerne haben? Alien? Beste Community, aber echt, ey. Willst du es kostenlos? Ja, mir egal. Ich nehm's auch kostenlos. Warte, ich geb dem irgendwas dafür. Der kriegt von mir eine Giraffe. Giraffe gegen das Ding. Are you sure? Ja. Yeah. Ich geb dir die Giraffe. Woo! Ich hab das Goldene. Ich hab das Goldene. Hey, cool. Danke dir. Warte mal, ich muss... Danke für den Trade. Ey, heftig, cool. Juhu. Okay, was haben wir da? Was kann ich jetzt? Warte, nach Vacuum Rating Boost oder nach Octo nach Rarity. Also, der Flamingo hat viel weniger. Ist sogar der schlechteste von allen. Das heißt, der Flamingo raus, Laterne rein. Junge, richtig gutes Ding. Laterne ist drin. Das Ding ist auch godly. Und nice.
So, warte. Alter, guckt euch mal diese Haustiere an, ey, was wir nicht da alles haben. Junge, was ein Arsenal. Warte mal. Nochmal einen Shop. Und ich öffne eine hohe Crate. Und zwar, nee, die Pet Crate 3 ist viel zu krass, Mann. Aber Pet Crate 2 kann ich öffnen. Vielleicht kriege ich die hier. Vielleicht kriege ich den hier. Einmal kann ich öffnen. Den habe ich noch nie gesehen. Bei niemandem. Vielleicht kriegen wir ihn. Ah! Pferd. Okay, ich habe noch genug, um einmal aufzumachen. Und klack. Komm schon. Komm schon. Legendär. Rot. Gib mir das Rote. Oh, schon wieder ein Pferd. Naja. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Jetzt sind wir arme Schlucker. Schade. Okay. Wir gehen jetzt weiter staubsaugen. Staubsaugen. Sind das Geister? Ja, das sind Geisthaustiere. Und ich muss mal gucken, wie schnell ich die hier aufsammle. Aber selbst die im Wilden Westen, die können nicht sehr viel gegen mich. Weil ich ganz gut gegen die ankomme. Aber die bringen auch gut Geld, habe ich das Gefühl, ne? Ich überlege gerade. Oh, ich habe die Kiste hier ganz vergessen. Gar nicht aufgehoben. Inventory. Character. Aufmachen. 300 Gems. Schön. So, einmal den hier noch holen. So. Dann den hier. Alter, die haben 800 Leben, ne? Das ist schon echt heftig. Und die lassen hier so Sheriff-Sterne fallen. Okay. Zum Sprechen. Jeha! Ich nehme mein Horse, ich nehme mein Pferd. Yo, ich bin Ghost Hunter Jesse und ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und es geht hier ein bisschen ab mit Aliens und Geistern und ganz komisch immer auffallenden Pyramiden, die einfach so erscheinen. Und wenn du mir helfen kannst, dann kann ich dir einen Magnet geben, der Sachen automatisch aufnimmt sozusagen. Okay, cool. Dann würde ich mal sagen, hilf mir mal, die Stadt hier aufzuräumen und dann wird das bestimmt cool. Okay, super. Das heißt also, hier einfach ein paar Bandite mal holen, ein bisschen hier und da was holen. Ganz simple Geschichte. Jo, wir machen richtig viel Schaden an den Dingern. Und hier kann man, wenn man 50, 50, 50 davon hat, kommt man da in die Pyramide rein. Lädst du den Stream hoch, muss gleich weg. Ja, der Livestream kommt noch nachträglich online. So. Du, 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 du. Coole, frische Geister. Das sind coole Geister. Guck mal, da ist sogar auch nochmal so eine Art Höhle oder sowas. Hab nochmal ein bisschen Water getrunken. Ah, mein Backpack ist voll. Ah, das ist sehr gut. Vielleicht reicht das schon aus. Nein, reicht nicht. Okay, müssen wir nochmal kurz in die Wüste zurück. Ich muss mir nämlich den nächstgrößeren Rucksack schon mal holen, weil langsam füllt sich das hier ganz schön schnell auf. Und noch ein Bandit. Guck mal, der eine hier, der hat noch nicht die stark genug Antenne und versucht hier im Sandsturm zu überleben, aber er kann nichts sehen. Jetzt wird er raus teleportiert. So, dem nochmal helfen. Und dem da auch. Hey, der Typ, der hat, glaube ich, nur ein Haustier, kann das sein? Man kann sich übrigens auch andere Hoverboards verdienen, ne? Also, wenn man hier hingeht, dann gibt es hier zum Beispiel noch das Thunderboard. Und dann gibt es das Wassermelonenboard. Da muss man 10 Super-Chests, also so legendäre Chests aufsammeln. Wenn man dieses Red Camo-Board hat, dann kämpft man gegen alle, muss man gegen alle Bosse einmal gekämpft haben. Ah, und wenn ich 1 Million Plasma sammle, währenddessen ich boarde, kriege ich dieses Board.
Das hier bekomme ich, wenn ich 5000 Items aufhebe. Boah, was? Das X-Board kriegt man, wenn man alle geheimen Figuren von den Entwicklern findet. Ich glaube, ich weiß sogar, wo eine ist. Guck mal, warte. Ich zeige sie euch mal. Ich glaube, das war die, aber ich habe sie nicht gefunden. Guck mal, hier ist doch eine. Ja, you found Diddy. Ja, das ist Diddy. Hier unter der Brücke. Typischer Lars. Den Diddy habe ich schon mal gefunden. Falls ihr irgendwo noch einen Developer habt oder falls ihr noch wisst, wo sich mehr verstecken, schreibt es mir gerne. Ich würde die gerne mal finden. Ah, guck mal. Hier ist jetzt der geheime Gang bei dieser Kanalisation. Da kann man jetzt sozusagen durchfahren. Interessant. So, jetzt muss ich hier noch die Bandite holen. Die stärksten sind das sogar. Oder sind es die? Nee. Die Vakuum... Oder waren das die hier? Die Weißen? Ja, die Weißen sogar. Oh yeah. Das Spiel ist cool. Ich find's auch cool. Erinnert mich ein bisschen an Slime Rancher, nur dass hier halt nicht geranched wird, sondern hier wird halt nur so gesammelt und so. Ich find's ganz cool. Also mir gefällt's echt. So, das dürfte genug Geld sein, um dem Roman... Nein! Es ist nicht genug Geld. Mist. Wo ist der nächste Boss? Wo ist denn der erschienen? Ah, da. Der ist im Dingsbereich hier. Strandbereich. Saugt ihn ein! Aua. Okay, ich muss 1 Million Schaden hinzufügen. Ich bin auch der Einzige, der gegen den kämpft gerade. Mit der Hoverboard funktioniert das eigentlich ganz gut. Wir haben sowieso gerade 0 und damit können wir eigentlich ganz gut farmen. Wenn die Leute jetzt alle kommen und helfen, dann geht das relativ fix. Ja, doch, mit Hoverboard geht das nochmal ein bisschen cooler. Yeah, baby! Wir brauchen ein bisschen mehr Kraft. Aber wir sind schon 10% runter. Woo! Holt die Krabbe. Aber ich habe einen Boss verpasst. Ich glaube, den einen Boss, wo ich noch diese Tauben die ganze Zeit gesammelt habe, da haben die wahrscheinlich gegen den Vulkanboss gekämpft. Und der Vulkanboss, den habe ich noch gar nicht gesehen. Düt, 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 düt. 76%. 75%. Naja, eigentlich brauche ich diesen Bosskampf ja eigentlich gerade gar nicht, ne? Das ist irgendwie ein bisschen weird so. Ich glaube, ich mache den sogar nicht. Ich sollte mich, glaube ich, eher darauf konzentrieren, den Feuerboss irgendwann mal zu machen. Aber ansonsten mache ich lieber hier die Questcode fertig. Also ich glaube, eine Quest fertig zu machen ist ein bisschen leichter und bringt auch ein bisschen mehr. Wisst ihr, wie ich meine? So Bosse zu besiegen, ich glaube, das bringt nur am Anfang ein bisschen was. Später sollte man sich lieber auf Quests und sowas fixieren. Was sind eigentlich diese Sterne, die hier man... Ich glaube, die Sterne, wenn man die sammelt, ich glaube, die braucht man für später hundertprozentig. Banditen! Mann, die halten echt viel aus, die Banditen, ne? Ach, guck mal, da hinten sind noch welche. Ich glaube, nach dieser Quest hole ich mir mal einen neuen Rucksack. Damit ich noch mehr halten kann als 8500. Whoop! Whoop! So, 2 Stück noch. Einmal der hier. Whoop! Und einmal der hier. Ah! Jetzt bin ich schon wieder voll. Okay.
Aber jetzt kann ich mir auf jeden Fall den Rucksack kurz holen. Sell. Erst kurz verkaufen. Dann kaufen. Backpack. Eins nach rechts. Den hier. Boom, baby. Okay. So, einen Cowboy noch. Vielleicht kommen wir dann schon in die Pyramide rein. Waffe auspacken. So. Whoop. Schön. Quest fertig. Yo, das ist echt ein starker Start von dir. Hier hast du deine Belohnung. 300 Gems. Oh mein Gott, wir können bald wieder unserem Glücksspiel nachgehen. Ich hoffe... Warte. Okay, das ist irgendein Cowboy-Spruch, den er gerade gesagt hat, den ich irgendwie nicht so gut übersetzen konnte. Yo, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du in Situationen ganz gut umgehen kannst. Schau mir mal, wie du ganz viele Ektoplasma in verschiedenen Biomen sammelst. Ein bisschen was von den Banditen, von den Cowboys im Wald und irgendwie die mechanischen... Die mechanischen? Mechanische im Junkyard. Okay, das wiederholt sich jetzt wieder. Okay. Okay, Leute. Ich glaube, ich bin sogar mit diesem Spiel fertig. Das Einzige, was mich in diesem Spiel noch interessiert hätte. Und das ist jetzt demnächst so. Haben die eigentlich den Boss da besiegt? Oder wir... Ah, ich bin perfekt gekommen, um die Kiste abzuholen. Schön. So, Kiste kurz aufmachen. Blup. Ich mache jetzt noch eine Kiste auf. Und dann möchte ich mir gerne das Vulkangebiet nochmal kurz ansehen. Weil ich das noch nicht gesehen habe. Das ist das einzige Gebiet, was mir noch fehlt. Die Kiste mache ich jetzt auf und versuche nochmal das Legendäre da zu bekommen. Bitte legendär. Oh, oh. Oh mein Gott, ich hab's fast bekommen. Alter, ich hab das fast bekommen, aber nur fast. Oh, jetzt hab ich so einen Fisch bekommen. Oh, nee. Alter, einfach fast das Ding bekommen, ne? Einfach so habe ich jetzt einen Fisch bekommen. Wahnsinn. Okay, ja, was ich jetzt noch machen wollte, ist eigentlich mir das Vulkangebiet ein bisschen ansehen. Aber man kann es sich halt sehr schlecht ansehen. Ich glaube, da muss man hier lang gehen und dann da lang irgendwie. Da. Da ist irgendwie noch so ein Schneegebiet oder sowas. Okay, da geht es dann in den Vulkan da hinten rein. Ja, das ist noch alles sehr viel Arbeit und sehr viel zu tun und dafür muss man echt viel spielen. Aber ich glaube, dafür habe ich heute nicht mehr die Zeit. Vielleicht beende ich das nochmal in einem anderen Livestream. Ich würde gerne wieder zurück an den Ort, wo es nicht so komische Musik gibt. Ja. Aber ich glaube, ich bin erstmal fertig für die heutige Folge von diesem Spiel. Und zwar vom Geisterjägerspiel. Wir sind relativ weit gekommen. Haben tatsächlich hier eine lilane, coole Antenne. Wir haben hier ein Hoverboard, was die ganze Zeit die Farbe ändert. Wir haben ein cooles Gerät, mit dem wir Geister aufsaugen können. Und haben einige Quests erledigt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der heutige Stream euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Stream. Ich hoffe, es hat euch heute ein bisschen gefallen und ihr hattet Spaß bei der Sache, weil ich hatte Spaß und es war cool. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und tschüss.